Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist 7.38 Uhr. Mein Name ist Jessica69. Ich spiele gerne Videospiele. Und heute geht's weiter mit A Plague Tale Innocence. Die vierte. Der Weg der Rosen. Let's go. Dieses Video entstand nicht durch eure Unterstützung. Wenn euch dieses Video nicht gefällt, bitte lasst keinen Like da und abonniert auch nicht diesen Kanal. Falls dann Amazon-Fragen auftreten sollten, bin trotzdem nicht für euch da. Du lernst dazu, Splash. Du lernst dazu. Bobby, danke fürs Liken. Endlich verstehst du das. Endlich hast du mal ein bisschen was vom Don abbekommen. Asozial musst du sein. Hallöchen, Bobby. Grüß dich. Gerade richtig, Bobby. So, was war passiert? Ich sollte in die Bibliothek und sollte mir irgendein Buch beschaffen, glaube ich, für den... Boah, wie hieß der eine da? Lukas, ne? Genau. Rodrik, du kannst nicht kämpfen und du bist als Jungfrau gestorben. Blut wird schwächer. Wie lange kann das Episanguist ein bisschen Schach halten? Solange wir es ihm sein Glauben erlaubt. Hab mal gesehen, Plague Tale kostet einfach nur 3 Euro irgendwas. Ja, ey, ich muss auf jeden Fall Summer Sale nochmal abchecken. Und wie geht's dir so und dein Kind? Ey, super, Bobby. Uns geht's super, Babydon geht's super. Er lebt sein Leben. Ist ein sehr fröhliches und glückliches Kind. Ein sehr aktives Kind. Und kommt nur in einer Sache seinem Vater sehr nahe, so, ne? Er hat einen guten Stoffwechsel, also er kann sehr gut kacken. Da bin ich auch sehr stolz auf ihn, muss ich sagen. Alles andere hat er von Mama. Aber... ja. Happy. Ja, das war bei Instant. Ah, okay. Haben die da auch Sales? Ich muss mal bei MMOGIA schauen. Soll ich die umlegen? Willst du noch ein Kind haben? Ja, würde ich mir... Ich würde mir noch ein Kind wünschen wollen. Aber... Die Entscheidung liegt bei meiner Frau. Ich bin da auch ein bisschen zwiegespalten. Wir hatten es ja nicht leicht, sagen wir mal, ne? Und ich glaube, insgeheim wünschst du dich auch noch ein Kind, aber die Angst ist groß. Wir hatten ja unser erstes Baby verloren und auch mit Babydon war das Ganze ja ziemlich dramatisch, Bobby. Deshalb ab und zu... Was heißt ab und zu? Ich möchte ihr das eigentlich nicht antun. Ich weiß, was sie durchgemacht hat in der Zeit und was wir als Familie durchgemacht haben. Aber andererseits möchte man dann schon. Wenn es wird, dann wird's. Also, schauen wir mal. Ja, meine Frau schläft, Bobby, ja. Die muss morgen früh zur Arbeit. Und ich bin ja von zu Hause aus am Ackern und pass auf Babydon auf. Das bekommst du immer so selten mit, ne, wenn ich hier über sowas rede. Nee, aber immer billig. Ja. Instant kriegst du auch Spiel. Ich habe letztens, glaube ich, 15 Keys oder so mir gekrallt, jeweils für 1 Euro immer Splash, weil ich ein paar Sachen auf meinem Steam Deck haben wollte. Und da waren schon ein paar gute Spiele mit bei. Was war das? Das kann nicht sein. Aha, zack, verarscht. Ich kann die auch killen. Was zum... Wo bist du? Endlich. Keine Gefangenen. Bro hat mir da schon 2-3k gespart. Wird es da angezeigt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube ja, ne?
Ja, aber Bro, guck mal, Splash, ne? Wir haben ja dazugelernt, ne? Muss ja aufpassen, ne? Also solche Keyseller-Seiten ist ja alles nicht gut. Also ich weiß nicht, wie du damit leben kannst, so viel jetzt gespart zu haben, weil andere Leute leiden drunter. Und ich bin sogar der Meinung, dass wir direkt in die Entwicklerstudios gehen sollten und uns unsere Kopien der Spiele vielleicht sogar selber auf CD brennen da dann. Oder vielleicht sogar mitentwickeln. Und auch maybe einfach so dafür arbeiten, so unentgeltlich, und es dann auch noch kaufen. Das wäre, glaube ich, eine gute Methode. Er ist noch ausbaufähig. Ich überlege mir ein Konzept. Ne? Nee, obwohl, ich habe mich vertan. Instant Gaming, das sind die Guten. Das sind die Guten. Meine Güte, ey. Werde ich wieder sauer. Warum werde ich immer sauer? Wenn ich mit dem Splash mich unterhalte, dann möchte ich über Themen sprechen, die mich ankotzen und anekeln. Es liegt, glaube ich, an Splash. Er hat also die Tür gebaut. Das war jetzt natürlich nur eine Anspielung auf eine Sache, die mir widerfahren ist. Also, ne, war jetzt nicht alles so gemeint. Wie gesagt. Also nicht, dass ihr mich verpetzt bei Shurioka. Macht das bitte nicht. Je wieder Assassin's Creed. Ja, mach das. Besser ist. Jetzt hör mir mal gut zu. Mein Freund und ich haben viel Zeit damit verbracht, die Ketzer im Kerker der Bastion zum Reden zu bringen. Oh, hier steht ja auch einer. Was ist los? Was? Hast du Sand in der Möse? Du musst doch eigentlich mit ihr kuscheln, mit deiner Freundin. Bobby, nach 19 Jahren Beziehung ist da nicht mehr viel mit kuscheln. Da ist man froh, wenn man sich gegenseitig nicht mehr berührt. Das war Spaß. Das war Spaß. Wir kuscheln an anderen Zeiten, Bobby. Und im Bereich Kuscheln sind wir Experten. Das dauert bei uns nicht lange. Lass das bloß nicht deine Frau hören. Ach, alles gut. Wie seltsam. Die findet das selber witzig. Also Beziehung kaputt? Nein, ganz im Gegenteil. Beziehung durchgespielt, nennt man sowas. Bald doch noch Wohnungssuche? Nein. Ich liebe meine Frau. Und ab und zu liebt meine Frau auch mich. Das reicht für mich. Über meinen Vater. Oh, wirklich? So, ich hasse dich. Also. Dankeschön, Splash. Das bedeutet mir aber auch wirklich sehr viel. Gehasst zu werden, das ist einfach... Das ist toll. Oh, das ist ein großer, das juckt den gar nicht. Ach du Scheiße. Ich kenne sowas nicht. Hab eh keine. Es wird schon noch, Bobby. Ah, schön gesagt. Bewegung. Jetzt hör mir mal gut zu. Mein Freund und ich haben viel Zeit damit verbracht, die Ketzer im Kerker der Bastion zum Reden zu bringen. Jetzt tust du noch so stark, aber glaub mir, wenn wir nur tief genug schneiden, dann winselst du genau wie alle anderen auch. Könnte ja bei S anfragen, wenn du verstehst. Für was denn anfragen, aber? Ob sie Bock hat auf eine Beziehung mit dir? Oder was möchtest du sie fragen, Splash? Weiß ich nicht, Bruder, ja. Also bei ihrem Cola-Konsum würde ich mir das zweimal überlegen. Also so viel Zucker, wie die da zu sich gibt, weiß ich nicht. Nee, ich will keine haben. Doch. Doch. Ah!
Irgendwann triffst du die richtige. Reden wir von der gleichen Person? Weiß ich nicht. Über was reden wir eigentlich gerade, Splash? Reden wir nicht übers Bumsen? Dass du immer noch an diese Person denkst. Und dass ich das überhaupt noch abgespeichert habe. Wie ekelhaft bist du eigentlich? War auf Bobby bezogen, könnte ja da anfragen. Nein, das tun wir dem lieben Bobby nicht an. Das hat niemand verdient. Ey, ich glaube, die Kamera ist ein bisschen... Nee, ich bin nur ein bisschen schräg gerade. An die Arbeit! Ihr habt den Boden ruiniert. Guck mal, es gibt halt im Leben, es gibt im Leben Menschen, die kannst du bumsen, es gibt im Menschen Leben, die kannst du nicht bumsen. So einer, wie der eine jetzt, der vor mir steht, das wäre zum Beispiel so einer, den könntest du nicht bumsen. Wollen wir auch immer realistisch bleiben. Lass dir nicht so viel Zeit. Ich schau dir in die Augen, Kleines. Verdammt sehe ich gut aus. Seit wann siehst du denn gut aus, Julian? Hast du Bart ab? Ach ja, I don't know, ob ich dir die Insta-Sache erzählt hatte, so dumm, in Bezug, also, Komm schon, Beeilung! Wir brauchen dieses Hat das was mit der einen Dings da zu tun, mit der Person? Oh Gott, ist das neu, also aktuelle Sache? Möchte ich nicht wissen. Wanna möchte ich nicht wissen. Ich hab keinen Bock auf Gossip. Interessiert mich nicht. Weil, guck mal, die Sache ist, ich will mich auch nicht über solche Menschen lustig machen eigentlich, ne? Soll jeder machen, wie er meint. Aber ich erwische mich immer wieder trotzdem dabei. Nichts Schlimmes, nur die Reaktion so unnötig. Reaktion auf was aber? Guck mal, jetzt frage ich nach, siehst du? Siehst du, ich frage halt nach. Ich bin halt auch neugierig. Was soll ich machen? Ich bin auch nur ein Mensch. Ich habe auch nur zwei Eier. So, was mache ich jetzt mit dem? Kann ich hier von hinten vielleicht wegklatschen? Nein. Was fehlt mir dazu denn? Binär und Hexadezimalsystem, weil es eine Person versucht zu lernen und ich sagte falsch, pipapo, auf einmal kam Shitstorm auf mich zu. Hab's ja nicht mal böse gemeint, aber die Person hat's nur gecheckt. Tja, meistens ist das so, ne? Da möchte man helfen und bekommt dann trotzdem noch was ab. Ey, das waren jetzt jede Menge L-Takes von mir auch. Nimm das Ganze nicht zu ernst. Ich mache nur Spaß, ich mache nur Unsinn. Ich bin noch nicht ganz drin im Game, deshalb rede ich so viel Scheiße. Und außerdem ist das alles Splash seine Schuld. Also, wenn was ist, dann bitte cancelt ihn. Ihr findet ihn auf Twitch mit dem Namen großgeschrieben FH-S großgeschrieben, P kleingeschrieben, L großgeschrieben, A kleingeschrieben, S großgeschrieben, H kleingeschrieben. Ich weiß nicht, warum er das so gemacht hat. Wahrscheinlich kommt er sich damit cool vor. Jedenfalls findet ihr ihn auf Twitch. Und da könnt ihr ihn dann auch gerne canceln. Gern geschehen. So. Was mache ich jetzt hier? Was ist das hier? Lockt Ratten aus der Umgebung an. Wir haben keine Ratten. Ja, dem kann ich nicht wehtun.
Wie soll ich den besiegen? Das macht alles absolut keinen Sinn. Komm ich hier durch? Nee, auch nicht. Warte mal, aber den da könnte ich vielleicht wegboxen? Eine Schleine. Moment mal. Okay. Und jetzt arbeitet jetzt weiter. Alles klar, viel Spaß. Wir hören uns. Oh nein, jetzt habe ich es gecheckt. Jetzt habe ich es gecheckt. Was ist das für eine Tür? Eine Spezialanfertigung. Ja, kannst du machen, Splashy. Und weißt du auch, wie man sie öffnet? Das wäre eine große Hilfe. Ab weiter! Ich halte sie auf! Eine sehr große Hilfe! Es wird ein bisschen dauern. Oh. Mach weiter! Ich halte sie auf! Da war ich ein bisschen zu spät. Schwere Rüstung. Es muss doch einen Weg geben. Ah, der kümmert sich um den, okay. Keine Ahnung, wer du bist, aber danke. Sie haben die anderen alarmiert. Was ist das für eine Tür? Eine Spezialanfertigung, Bobby, Alter. Das Meisterwerk meines Vaters. Und weißt du auch, wie man sie öffnet? Das wäre eine große Hilfe. Mach weiter! Ich halte sie auf! Eine sehr große Hilfe! Es wird ein bisschen dauern. Mach weiter! Ich halte sie auf! Der Splashy schreibt dir bestimmt nachher. Der ist gerade in Assassin's Creed. Der kommt bestimmt später wieder. Oh Gott. 11 Frames, das geht. Es ist so warm, ja, auf jeden Fall. Also, hier war vorhin Gewitter, Frames. Ist das nicht von Köln aus hier hingekommen? Bro, warum bin ich so scheiße gerade? Warum bin ich gerade so scheiße? Schwere Rüstung. Es muss doch einen Weg geben. Es hat ein bisschen abgekühlt, Frames, ne? Aber auch nicht so krass. Ja, das sind... Oh. Keine Ahnung, wer du bist, aber danke. Sie haben die anderen alarmiert. Was ist das für eine Tür? Eine Spezialanfertigung, das Meisterwerk meines Vaters. Und dann zieh dich aus. Ich glaube, der Frames ist sowieso nackt. Also er ist die meiste Zeit nackt. Ich halte sie auf. Eine sehr große Hilfe. Es wird ein bisschen dauern. Mach weiter. Ich halte sie auf. Ich hab es fast. Komm schon. Das sieht gut aus jetzt. Okay. Sie haben Alarm geschlagen. Wir kommen hier nicht weg. Hör mal mit hier. Es geht bei dir, Frames. Wir sind erledigt. Wir müssen uns verstecken. Nein, wir müssen sie irgendwie aufhalten. Ob es hier noch irgendwas gibt? Ja. Schwitzen geht hier, sagst du? Wird das reichen? Es muss. Also gut. Wir sind im Keller. Schon mal ein Anfang. Macht sofort auf! Ich habe auch gut geschwitzt, Leute. Ich brauche das Buch. Was ist an diesem verdammten Buch so besonders? Es könnte meinen kleinen Bruder retten, bitte. Ich weiß nicht, wo es ist. Ich weiß nur, dass sie meinen Vater dafür zu Tode gefoltert haben und ich sie dafür töten werde. Och, sie haben auch meine Eltern umgebracht. Vielleicht kommen wir hier gemeinsam raus. In Ordnung. Was ist mit dem Buch? Wart's nur ab. Davon gibt es hier massenweise. Hä? Als ob da nichts drin ist. Ja, wollte ich ja sagen. Ja. Lass mal ein bisschen basteln, was brauche ich jetzt? Devoron. Devorantis. Mhm. So,
Steinchen finde ich bestimmt nachher. Ja, aber ich chille hier, gucke deinen Stream, wurde gerade im FIFA, sorry, EA FC 24 zerstört und was machst du so? Ich sitze auch hier so ein bisschen verschwitzt und spiele ein bisschen mit meinen Ratten. Hab vor, bis in die Früh zu streamen heute. War ein bisschen spät dran. Aber ich denke heute, Plague Tale ist auf jeden Fall fällig. Oh, wow. Noch eine Bibliothek. Unter der Bibliothek? Verbotene Bücher. Ein Darum Rätsel. Haben wir die Tür gebaut. Dann muss Ach, das Sanguinis Itinerar hier sein. Ich weiß nur, dass es einen roten Einband hat. Sieh mal, da oben. Rosen, das muss es sein. Ich muss da hoch. Bro, ich habe so einen Mini-Ventilator, so einen USB-Ventilator. Aber irgendwie bringt das auch nicht viel. Fura Toshgeldin, wie heißt das Spiel? Das ist A Plague Tale Innocence. Gibt es zwei Teile mittlerweile. Der zweite heißt A Plague Tale Requiem. Igitt. Das lasse ich lieber, wo es ist. Und ich wollte den ersten nochmal auffrischen. Den zweiten spiele ich gerade wieder auf der PS5, so für mich allein. Kann ich nur empfehlen. Dankeschön für die Rose. In den letzten Jahren war, glaube ich, auch wirklich der zweite das Spiel, was mich wirklich emotional so krass berührt hat. Habe ich schon öfter gesagt, am Ende hatte ich wirklich Pipi in den Augen. Und das schafft natürlich nicht jedes Spiel, ne? Wenn du da am Ende dann da sitzt und dir denkst, nein, 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 nein. Das hat der Plague Tale 2 geschafft. Aber auch der erste jetzt, bei meinem... Das ist das zweite Mal, dass ich das spiele. Aber die Erinnerungen sind halt nicht mehr... So da, aber ich habe mega viel Spaß und es ist durch und durch ein rundes Spiel. Also Empfehlung geht raus. So, was soll ich jetzt hier machen? Was hatte der gesagt jetzt? Okay. Hier irgendwo ist ein Wagen gewesen. Da sind wir hergekommen. Da, alles klar. Dann ziehe ich. Oh. Ah, doch. Ach, sie steckt fest. Bin an Ghost of Tsushima dran. Wie viele Stunden hast du schon reingesteckt, Frames? Zu da geht's hoch. Nicht weiter. Ich brauche etwas zum Hochklettern. Okay, dann drehe ich mal an dem Ding und dann schauen wir mal, was passiert. Kannst du mir zur Hand gehen? Ja. Interessant. Die Regale bilden einen Weg. Das ist unser Weg zum Buch. Kinderspiel. Okay, kannst du das auch so halten? Vielleicht habe ich mich zu früh gefreut. Ich muss das Gegengewicht bilden. Ich warte hier drüben. Sag mir, welchen Hebel ich ziehen soll. Also gut. Den Jetzt! Hier. Ist recht. Du hast doch gesagt, du würdest das Gegengewicht bilden. Hab ich doch. Es hat nachgegeben. Na gut. Wir müssen sehr vorsichtig sein. Bin erst bei 2, aber spiele immer so ein bisschen zwischendurch. Ich mache eine Mission und dann muss ich andere Sachen machen. FIFA, Hustus, ja... Du musst vor allem andere Sachen machen. Perfekt. Ja, ja. Ja, ja. Übrigens, ich heiße Amicia. Und du bist Rodrik, oder? Du weißt eine ganze Menge, Amicia. Wer hat die Tür bei euch in Auftrag gegeben? Mönche oder sowas. Sie redeten nicht viel. Mein Vater hat sie konstruiert. Er war der Meister. Ich war bloß der Lehrling. Aha. Mönche.
die das Sanguinis Itinera bewachen. Okay, so, da komme ich ja jetzt nicht mehr hoch mit dem Ding. Dann soll er mal den da... Rodrik? Hört sich gut an. Nee, heute arbeiten auch, deswegen keine Zeit. Warten für Arbeiten. Ja. Also ich kann nicht ohne Ventilator in der Nacht. Boah, glaube ich dir. Bin auch oft mit Venti eingepinnt. Vor allem, wenn es so ekelhaft es ist schwül ist. Warte. Sofort. Ein Minijob, ah, nice. Nutzt du deine Ferien aus? Finde ich gut. Jetzt! Ja. Einzelhandel, Regale einräumen und so weiter. Geil! Bro, ist geil. Machst ein bisschen Taschengeld. Bist aktiv. Weg da, Amicia. Du stehst im Weg. Oh. Warte mal. Wie soll das denn jetzt funktionieren? Komm ich hier runter? Ja. Okay. Ich habe eine Idee. Komm schon, beweg dich! Hey, tu dir nicht weh. Soll ich... Nein, mein Bruder. Ich bin es ihm schuldig. Für all die Male, als ich nicht für ihn da war. Ja, aber mit einem gebrochenen Arm wirst du das Buch wohl kaum zurückbringen können. Okay. Na, wenn das keine Liebe ist, dann weiß ich auch nicht. Also gut, bringen wir es hinter uns. Soll ich mal bei TT kommen oder bei Twitch? Das ist ganz dir überlassen, Bobby. Mach, wie du meinst. Auf Twitch hast du natürlich eine bisschen bessere Qualität, ne? Und auch ein paar andere Spielereien, ne? Und der Sound ist besser hier auf Twitch. Alles klar, Julian. Schlaf schön. Nein, halt! Ah, da kann ich dann rüberspringen. Rodrik? Hört sich gut an. Nee, deine Entscheidung? Nein, du bist der Konsument. Du musst wissen, wo du zuschauen möchtest. Mir ist das egal. Ich bin ja immer hier. Wer ist denn dieser gut aussehende Bursche? Das ist der Don. Wolfhütchen, dankeschön. So, das kannst du jetzt wieder loslassen. Sofort. Genau, hier auf Twitch haben wir natürlich auch die Chantal, die gute. Rodrik? Ist recht. Oh, Moment, das war falsch. Lass es einfach. Gut an. Genau. Gut so, fast geschafft. Gehen wir. Wir sind schon zu lange hier. Da haben wir's. Ich hab's. Ich kann's einfach nicht glauben. Glaub es lieber und beeil dich. Sie kommen jeden Augenblick zurück. Ich kenne dich, Amicia de Hun. Wir beobachten deine Familie schon seit einiger Zeit. Warum? Wir warten, dass die Makula im Blut deines Bruders erwacht. Mhm. Man könnte sagen, ich habe dich aufwachsen sehen. Nein, wir haben keine Chance. Kleine Närrin. Was willst du denn mit dem Buch erreichen? Meinen Bruder retten!
Mit deinem Bruder und dem Buch kann ich die Welt retten. Das ist genug. Ja. Schnell, hier entlang. Wachen! Blut entkommt ihr nicht. Ihr scheint euch gut zu kennen. Er hat mein Leben zerstört. Ich weiß, wie das ist. Das ist der alte Mann, der die ganzen Leute zu denen nach Hause geschickt hat und Papa und Mama gekrallt hat. Daumen hoch, helle Hautfarbe, Smiley mit Sonnenbrille. Daumen hoch, helle Hautfarbe, Victory-Geste, Smiley mit Sonnenbrille. Daumen hoch, helle Hautfarbe, nachdenklicher Smiley, rotes Herz, angespannter Bizeps, Feuer, angespannter Bizeps, rotes Herz. Daumen hoch, helle Hautfarbe, ausdrucksloser Smiley, zwei Herzen. Zwei Herzen. Zwei Herzen. Zwei Herzen. Ich hab jetzt auch ein Herz für dich. Ich habe jetzt auch ein Herz für dich. Für das Ausnutzen habe ich jetzt auch ein Herz für dich. Frames, das hast du dir verdient. So. Ab und zu gibt es dann halt auch so Momente, wo ich dann schon ein bisschen strenger sein muss. Ne? Ne? Da gebe ich den Leuten auch gerne mal Timeouts. Und das mit 8 Sekunden, das wäre jetzt schon ziemlich hart. Da wird er jetzt zweimal überlegen, ob er das nochmal macht. Zwei Herzen, 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 zwei Herzen. Er möchte Beef. Verstehe ich das richtig? Er möchte Beef. Verdoppeln wir die Strafe. Born, eine Frage. Bitte schön, Bobby, frag. Aber nenn mich bitte Don. Bereit? Das wird die Hölle. Und wie ich bereit bin. Bist du überhaupt mit deiner Frau verheiratet? Ja, bin ich. Bin verheiratet. Und seit 2005 mit ihr zusammen. Aber wir haben sehr spät geheiratet, Bobby. Boah, lass mich nicht lügen. 2019 haben wir geheiratet, meine ich. Schnell aus diesen Korridoren raus. Wie recht du hast. Lass uns die anderen suchen. Wo zum Teufel sind sie? Wir haben sie ganz schön aufgescheucht. Dankeschön, Bobby, danke. Ich darf nicht riskieren, das Buch zu verlieren. Wünsche ich dir auch. Ich wurde hier getimeoutet. Verdient. Verdient. Geh weiter, dein FIFA zocken. Wie konnten wir nur so sehr die Schwere Rüstung. Wir sitzen fest. Er sieht in die andere Richtung. Daumen hoch, helle Hautfarbe, Smiley mit Sonnenbrille. Daumen hoch, helle Hautfarbe, angespannter Bizeps, verstimmtes Gesicht. Okay, Zeichen, ausdrucksloser Smiley. Daumen hoch, helle Hautfarbe, Daumen runter, ausdrucksloser Smiley. Okay, Zeichen, Daumen hoch, helle Hautfarbe. Oh, jetzt kassiert der. Jetzt kassiert der. Jetzt kassiert der. Bist du sicher? Mit Vergnügen. Auf dein Zeichen. Da will du eh nur FIFA spielen gehen. Drücke, wenn das Symbol angezeigt wird, um Roderick zu bitten, einen Gegner leise auszuschalten. Ah, okay. Der kann sowas? Machst du das, Roderick? Das ist für meinen Vater. Wow. Sehr gut. Machst du das oft? Nein, aber langsam macht mir das Spaß. Gut, das reicht, ich gehe. Aber langsam macht mir das Spaß, sagt er. Sag mir, was zum Teufel da los ist. Er ist allein. Er wird mich kommen sehen. Bobby, erzähl du mal, was zockst du so? Was geht so bei dir? Was sind so deine Vorlieben im Bereich Gaming? Warum bist du denn unglücklich?
Wird das auch über Twitch, dieses Text-to-Speech? Leon, moin. Jetzt weiß ich gerade nicht, ob das der Frames ist. Text-to-Speech läuft nur über Twitch bei mir. Achso, du meinst über TikTok? Das geht auch über TikTok, aber da weiß ich nicht, was man dafür verwenden muss. Da gibt es, glaube ich, aber auch Anbieter. Weiß ich, ob Sound Alerts das macht. Ich benutze Sound Alerts für solche Sachen. Aber ich weiß definitiv, dass es da so etwas gibt. Das habe ich schon mal mitbekommen. Okay, ich könnte den eigentlich... Oh oh, das war so dumm. Oh Scheiße. Schweine! Oh, Amicia! Oh, der hat gesessen. Kenn mich da leider nicht so aus. Ja, musst du einfach nur irgendwie TikTok Live Studio Sound Alerts suchen. Also du musst auf jeden Fall die Software benutzen, wenn du sowas machen möchtest. Und dann findest du das bestimmt. So, jetzt machen wir es ein bisschen klüger. Ey. Ja. Mal auf da. Gut, das reicht. Ich gehe. Du bleibst hier. Ich sehe nach, wie sie vorankommen. Sag mir, was zum Teufel da los ist. Er ist allein. Er wird mich kommen sehen. Ich könnte ihn ablenken. Ah, ich könnte ihn ablenken, ja. Das könnte ich machen. Und zwar... Bis da hinten hin, kriege ich das? Bis da hinten hin? Ah, ein bisschen fehlt noch. Ja. Nö. Ich zocke GTA und Fortnite und so. Ja, okay. Also GTA Online wahrscheinlich, ja. Na dann... Jetzt hau ich dem trotzdem mal einen auf die Birne. Ich probier's nochmal. Solange die anderen das nicht hören, dann ist das fein hier. Hat auch keinen Alarm geschlagen, super. Frames nutzt keinen Text-to-Speech mehr, oder was ist da los? Land, du bist das, ne? Du bist das, Frames, oder? Willst du mich nur ärgern wieder? Hör auf zu trollen. Geh dein FIFA spielen. Das ist die Hitze. Der Junge ist einfach nicht wiederzuerkennen. Er ist wahnsinnig geworden. Lukas, er sieht manchmal schlecht. Vielleicht können wir... Ich weiß es aber auch halt gerade nicht. Ich weiß, dass er einen TikTok-Account hat. Ich weiß aber nicht mehr, wie der da hieß. Jetzt habe ich die Kacke gebaut, oder was? Ich weiß es gerade nicht. Ich nehme dich einfach als Leon wahr. Jetzt haben wir schon einen zweiten Leon. Er muss einen Bann bekommen? Nein. Ich nehme das nicht so ernst, was der Frames so macht. Ich mag ihn ja. Kenne den ja auch schon seit längerem. Aber wenn der mich ärgert, dann ärgere ich ihn auch zurück. Ich hasse es, hier rumzustehen und zwei zu tun. Jeder übernimmt einen, in Ordnung. Ich nehme den mit dem Helm. Sicher. Es ist nur eine Frage des richtigen Moments. Auf dein Zeichen. Ah, okay. Also er kann jetzt auch angreifen. Und ich kann den anderen hops nehmen. Der ist für dich. Du wirst bezahlen. Perfekt. Synchron. Gute Arbeit. Der steht nicht wieder auf. Das war gut. Ich muss weiter im Chat bleiben, ich muss nur auf andere Plattformen ausweichen. Ah ja. Ah ja, so ist das. Wolltest du mich auch auf TikTok ärgern, ne? Ich habe auf TikToks aber keinerlei Alerts, weil ansonsten würden wir hier durcheinander kommen. Feuer.
Scheiße. Meine Güte. Feuer. Haben wir... Feuer breitet sich aus. Ich fange morgen mit Fortnite an, Bobby. Also wahrscheinlich. Und gib den Befehl zur Evakuierung. Das ist gut. Wir sollten das ausnutzen. Verdammte Ratten. Obwohl ich diese Season wirklich nicht so nice finde. Aber ich habe jetzt gelesen... Warte. Bei der Befragung in der Bastion habe ich gesehen, wie der Alchemist ein Zeug hergestellt hat, das sie Extinguis nennen. Das löscht die Flammen. Ich wollte es für später aufheben, aber... Ein Versuch ist es wert. Na, ich spiele immer nur Solo, Bobby. Also mittlerweile spiele ich Solo. Das mit den ganzen Autos und so weiter geht mir voll auf den Sack diese Season. Aber ich habe jetzt mitbekommen, dass man irgendwie im Ranked-Modus so eine Scheiße nicht mit drin haben soll. Und dann würde ich doch eher auf Ranked gehen. Und mich da ein bisschen auskotzen. Ist verdammt komisch zu spielen mittlerweile. Ja, du kommst gar nicht mehr hinterher, weil so viele Items und neue Sachen, wie die da reinknallen. Ah. So, dann machen wir Licht aus. Feuer. Es hat funktioniert. Futter für die Ratten. Ich gehe mal kurz nach hinten, ein bisschen looten. Hoffentlich fressen die mich nicht auf. Was spielst du da denn, Bobby, meistens? Spielst du bauen oder nicht bauen? Die ganzen Bücher werden verbrennen. Denk an dein Buch. Ja, wir müssen hier raus. Ich muss zu Hugo. Ich glaube, die Kinder haben das Feuer gelegt, damit sie rausschleichen können. Wir lassen die Ratten mal die Arbeit machen jetzt. Ich helfe dir auch spielen, was du spielen möchtest. Alles gut, Bobby. Ich brauche keine Hilfe. Ich spiele wirklich nur noch alleine. Außer mit meinen Mods. Sonst bin ich jetzt nur noch alleine unterwegs. Wie lange ist der Band-Timeout noch? Keine Ahnung, ich sehe das nicht. 10 Minuten hast du, glaube ich, bekommen. Müsste gleich vorbei sein. Das sind die Standard-Timeouts. Ich glaube, 600 Sekunden sind das immer. Soll ich das wegmachen? Ich glaube, man kann das auch manuell wieder wegmachen. Wir müssen direkt aufs Feuer zugehen. Das ist der einzige Weg. Ich kenne den Command dafür aber nicht. Aber kann ich ja jetzt lernen. Ich guck mal. Ich habe das schon mal gemacht vor allem. Ja, doch, einfach an Timeout. Games aus. Der Benutzer, dessen Timeout du aufheben möchtest, existiert nicht. Frames existiert einfach nicht. Warum das denn? Ja, eigentlich schon, ne? Frames. Nein, aber aus Interesse wollte ich das kurz mal. An Timeout. Achso, du bist gar nicht mehr im Timeout, Frames. Von daher hast du deine Strafe abgesessen. Sehr gut. Nicht wie der Schiedsrichter die Handbewegung ans natürlich sehen. Alter, dass du immer noch dran denkst, ne? Ja, bleibt weg, DE. So, dann da lang weiter. Scheiße! Du brennst! Du brennst! Verdammt! Nein! Nein! Alles in Ordnung? Ist noch irgendwer da drin?
Haben wir da eine Lichtquelle? Ich dachte, ich schaffe es. Ich auch, angespannter Bizeps, Daumen hoch, helle Hautfarbe. Was zum Teufel treibt? Was zum Teufel? Kannst du mich hören? Bist du stolz auf? Ja, das kann ich hören. Jetzt gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten, um die Gegner loszuwerden, was ich begrüße. Wäre ich auch ein guter Mod für dich? Glaube ich nicht, Bobby. Ich habe nur zwei Mods. Und die kenne ich schon seit Jahren. Ich bin sehr minimalistisch unterwegs mittlerweile. Ich habe kein großes Team. Was heißt, wärst du ein guter Mod? Ich wäre wahrscheinlich kein guter Chef. Kein guter Mod-Chef. Also mittlerweile brauchen wir auch kein großes Team. Und wenn, dann wird sich der liebe Freshy darum kümmern. Aber ist alles überschaubar, Bobby, deshalb brauche ich keine weiteren Mods. Ich moderiere so gut es geht alles selber. Aha. Und ab und zu helfen mir Freshy und Meep dabei. So, dann da rein. Warte, war da noch was? Ja. Müssen wir wirklich da rein? Ja. Ah, es ist jetzt schon so heiß. Das ist die Hölle. Oh, was? Was sollen wir tun? Mir nach und pass auf dein Buch auf. Hier! Kümmere dich nicht um sie. Oh Gott! Hilfe! Ich brauche Hilfe! Mach auf! Komm schon! Hörst du mich? Mach auf! Verschlossen! Vielleicht hätte ich den sogar noch retten können, ne? Bleib zurück! Was tust du da? Öffne sie! Rodrik, geht's dir gut? Ja! Auf! Wir sind fast da! Scheiße! Nach links! Ah. Komm! Hier lang! Boah, es wird echt warm gerade. Am Leben. Kapitel 11. Brauch keine, krieg alles selber hin. Ist auch so, Frames. Auch, also. Weiß ich nicht. Wart erfolgreich. Hier, aber Vorsicht, riecht etwas angesenkt. Wer ist das? Rodrik, aber psst. Das Sanguinis Itinera. Was steht in dem Buch? Oder sieht nicht gut aus, der Hugo. Das. Die Geschichte eines kleinen Jungen, dem es bald viel besser geht. Genau, ich bin am Verhungern. Wer noch? Ich. Kommt, essen wir. Das haben wir uns verdient. Du auch. Komme. Sag ich doch, mich mag keiner. Das hat doch nichts damit zu tun, Bobby. Man kann ja niemandem irgendwie Arbeit aufdrücken, wenn es keine Arbeit gibt. Oder wenn man keine Hilfe braucht. Das hat doch nichts damit zu tun, ob man dich mag oder nicht mag. Genau. Wenn man irgendwann dahin kommt, dass man selber alles nicht mehr hinbekommt, dann macht das schon Sinn. Ist alles in Ordnung? Es ist nichts. Aber diese Tür,
Hast du die schon mal geöffnet? Sie klemmt. In diesem Teil des Chateaus waren wir noch nicht. Willst du sehen, was dahinter ist? Nun, Hugo schläft. Ah, sehr gut. Er hat einfach hier eine Schmiede jetzt gebaut. Ja. Wollen wir nicht rein? Na los, Roderick wartet auf mich. Ja, lass uns nachsehen. Wenigstens weiß ich, wie das geht. Na also. Das war wirkungsvoll. Und hat kaum wehgetan. Komm, wir gehen. Warte, spürst du das auch? Nein, was? Dieser Ort wurde seit langem nicht mehr betreten. Hier liegt etwas in der Luft. Ja, Staub. Nein, es sind die Steine. Als würde man ein Gespräch unterbrechen. Ah. Ich spüre das hier zum ersten Mal. Hm, das sieht gefährlich aus. Das sollten wir fürs Erste lassen. Noch eine Tür. Wollen wir weitergehen? Ah, da können wir dann später wahrscheinlich durch. Na klar. Ich muss noch einen Bot verwalten, da brauche ich mich nicht mal drum kümmern, weil der auch Modrechte hat. Ja, mittlerweile mittlerweile machen die auch gute Arbeit. Ne? Man kann die so einrichten, wie man möchte. Die nehmen schon Arbeit ab auch. Oh, hey, das hätte ich beinahe vergessen. Das habe ich vorhin beim Aufräumen gefunden. Das sollte mir die Sache erleichtern. Ach, das ist dieser Ort hier. Sag mal, früher war das ein bisschen anders, ne? Wo wir F1-Content viel gemacht haben und die Ligen organisiert haben und so weiter, Frames. Da hast du die Leute auch gebraucht, die im Hintergrund so ein bisschen aktiver waren und sich um die ganzen Sachen gekümmert haben. Wenn du so in der Woche einfach mal 20 Leute da in der Liga hattest, dann noch ein paar Tage später 20 andere Leute in der anderen Liga und dann noch die Events und so weiter. Da musste man schon organisieren, koordinieren und pipapo. Ich mach sowas aber alles ja nicht mehr. Ich habe mir jetzt alles so eingerichtet, dass ich alles alleine machen kann und dass alles schön kompakt ist. Und da wird sich wahrscheinlich auch nichts dran ändern und man muss realistisch bleiben. So, ich werde jetzt nicht irgendwie ein Überflieger werden hier auf Twitch, weißt du, was ich meine? Ich werde wahrscheinlich in dem Rahmen bleiben und das ist auch völlig okay. Ich fahre da wirklich gut mit. Eine Wohnzimmeratmosphäre. Erstmal schön untereinander. Ist doch alles fein. Was machst du denn? Es hat ewig gedauert, das alles in Ordnung zu bringen. Ich glaube, ich musste nur einmal, ich möchte dir Zuschauer boosten, Typ an. Ja, ja, also das wird auch öfter vorkommen. Ja, aber da kann man ja selber ganz kurz mal die Waffe ziehen, ne? Dann mache ich Twitch aus. Gehst du wieder rüber, Bobby? Mach das. Machst du eigentlich was mit dem neuen F1? Der neue F1 wird kommen. Also ich werde da auf jeden Fall Content zu machen. Hab ja schon auch alles vorbereitet. Auch off-air fahre ich ein bisschen rum, aber... Ich habe eigentlich gewartet, bis hier die wichtigsten Sachen geupdatet werden und so weiter. Letztes kam wieder ein Update. Weiß ich, Gaga hat gesagt, man kann das jetzt gut zocken. Dich habe ich noch nie gesehen. Sie hat sich wohl unter dem Unkraut versteckt. Maybe nächste Woche, wenn meine Frau mal wieder ein bisschen länger zu Hause ist. Und ich ein bisschen mehr frei habe, dann... Erstmal ein paar Nächte TT habe ich vor. Stell mal vor, du wirst auf einmal einer der ganz Großen auf Twitch. Na, Bruder, das ist schwierig. Ja, heutzutage ist das schwierig. So, der Zug ist abgefahren. Wenn ich heutzutage einer der Größeren dich nicht boostet und du nicht aktiv dahinter bist, dich mit Leuten zu vernetzen und zu netzwerken, ist das schwierig. Und ich bin asozial. Ich bin da wirklich sehr asozial. Also einzig Positive ist, was ich so mache, halt ich schaue wirklich so im Netzwerk bei Raft, wo ich drin bin, ob da coole Leute mit drin sind, wo ich die gerne mal besuche, wo ich ein bisschen mit den Texte und so weiter. Aber so viel Zeit habe ich halt dafür auch nicht, ne? Sieh dir das mal an. Das wird dir gefallen. Ich komme. Also schwierig. Entweder du bedienst eine Nische und bleibst nur bei einem Spiel 24/7 und baust so deine Kern-Community auf. Aber wenn du so quer alles Mögliche spielst wie ich, dann schwierig.
machst eh alles falsch, also ist nicht böse gemeint, ist aber so. Bobby, also ich kann dich gerade wirklich sehr schwer einschätzen, Bobby. Wie alt bist du? Guck mal, ob ich hier noch ein bisschen Loot habe. Es kommt mir seltsam bekannt vor. Das sind die gleichen Zeichen wie auf den Säulen. Das Chateau will uns doch etwas mitteilen. Und was teilt es dir mit? Ich verstehe zwar nicht alles, aber ich denke, dass wir hier bleiben können. Amicia! Komm schnell! Es geht um Hugo! Oh nein, ich komme! Brauchst du mich? Er hat mich gerade verletzt. Bobby, mein Lieber, wie alt bist du? Tamam, dann möchtest du, glaube ich, gerade mit uns ein bisschen Daschak schieben, so, ne? Also mit 27 sollte man schon eine gewisse Reife haben. Mach's gut, war nett. Waren schon ein paar random Sachen von ihm. Die letzten Stunden über. Ich meine, die letzte Stunde über. Ich rufe dich! Komm schon! Schnell! Er war mir lieber, als er nicht so viel geschrieben hat. Mega weird. Das kam aus dem Nichts einfach. Nee, ich hab das schon die Stunde jetzt beobachtet, also weiß ich nicht. Schon sehr komisch, was da so alles rausgehauen hat, ne? Ich sollte lieber nach Hugo sehen. Deshalb habe ich ihn ja gefragt, wie alt er ist. Also mit 26 sollte man schon irgendwie vernünftig kommunizieren können. Da erwarte ich schon eine gewisse Reife. Schreibt er uns, ich bleib bei TT, er hat mich gerade verletzt. Hä? Er meint dich damit, Frames. Also, I don't know. Verstehe ich nicht. Hugo braucht mich. Ja, klar. Dass ich keinen Mod einfach rausgebe, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was er damit meint. Das sage ich ja mit. Also eine gewisse Auffassungsgabe sollte man schon haben in dem Alter. So, hätte er jetzt gesagt, der ist irgendwie 16, 17, 18 oder whatever. Da hätte ich das durchgehen lassen so, aber... Also mit 26, mit 27. Mit 27 so weirdes Zeug reinzuschreiben, das ist schon... Das ist schon mega weird. Cappy, moin. Sorry, wer 187 im Namen hat, kann man eh nicht ernst nehmen. Ja, ich gebe den Leuten immer so eine Chance, ne? Guck mal, der Bobby war jetzt auch, der kam immer mal wieder rein, so, ne? Seit Monaten. Also er war die meiste Zeit auf TikTok halt unterwegs und so viel hat er nie reingeschrieben. Aber das war ja sehr wirde Unterhaltung heute mit dem. Da habe ich keine Zeit. So, da habe ich wirklich keine Zeit und auch keine Kraft, mich mit solchen Leuten zu beschäftigen. Deshalb habe ich den gesperrt. So, ich bin kein Erzieher. Ich erwarte einfach eine gewisse Reife. Und ich kenne es ja auch anders. Teilweise sind hier Leute, die sind 15, 16, sind reifer. Ich verstehe wirklich die Unterhaltung mit dem nicht. Ich habe seine letzten Sätze und so weiter habe ich nicht verstanden. Ich konnte das nicht zuordnen. Gut, was soll ich machen? Ich habe nicht aufgepasst. Alles, was mit 1888, 187 hätte ich grundsätzlich weggebannt.
Ja, da ist was dran. Ach, da oben. Da soll ich hin. Naja. Ich bin hier, Lukas. Alles Güte. Alles Güte, wollte ich schon sagen. Alles Gute für den Bobby. Bitte. Es wird immer schlimmer. Die Makula breitet sich zu schnell aus. Ich weiß, Amicia. Ich tue mein Bestes. Ich befolge schon die Anweisungen des Buches. Aber es wird zu lange dauern. Ich brauche ein richtiges Labor. Wie das von Laurentius? Nein, nein. Ich brauche bessere Ausrüstung. Vielleicht meine Mutter in unserem Haus. Vielleicht hat sie dort die nötigen Dinge. Du hast recht, wir sollten es versuchen. Amicia, Lukas! Ich glaube, die Zwillinge sind zurück. Melly, du hast ihn gefunden. Mehr. Moin, grüß dich. Ganz lebendig. Aber ja. Amicia, wir sind gekommen, weil. Ja. Arthur, sag du es ihr. Nach unserem kleinen Abenteuer mit euren ketzerverbrennenden Freunden landete ich in einer Zelle der Inquisition. Eines Tages sah ich die Wachen eine Gefangene begleiten, die sehr schlecht aussah. Diese Bastarde wollten wissen, wo ihr Sohn war. Also drohten sie ihr. Und ich hörte ihren Namen. Mhm. Beatrice de Roux. Mutter lebt? Sie lebt! Und du hast Arthur befreien können. Das war nicht leicht. Glaubt... Ricardo, ja, es tut mir doch leid. Ricardo, Bobby. Ich weiß gerade nicht, was ich auf dich antworte, was ich auf die ganze Situation jetzt, wie ich drauf reagieren soll. Ich kann dich wirklich nicht einschätzen, Bobby. Was waren das für weirde Aussagen von dir? Ich verstehe das alles nicht. Ich meine, du verfolgst mich doch schon seit ein paar Monaten. Du kennst mich doch. Ich fand das mega schräg. Du könntest... Was? Vergiss es. Ich bin ein Niemand. Aber sie ist zu wichtig für den Großinquisitor. Er... befragt sie. Ständig. Sie... foltern sie? Hugo darf davon nichts erfahren. Nicht einmal, dass sie lebt? Es könnte ihm helfen. Und was sagen wir, wenn er sie sehen möchte? Ihr sagt ihm nichts. In Ordnung? Oh nein! Hugo! Hugo! Oh. Die nächste Schwelle steht bevor. Wir müssen sofort los. Heim zu mir. Jetzt! Ihr geht. Wir bleiben bei ihm. Alles wird gut, kleiner Bruder. Versprochen. Dieses Mal heilen wir dich. Gut, ich hole das Sanguinis Itinera und ein paar Tränke. Und dann gehen wir. Okay, wir haben erfahren, dass die Mutter lebt und dass sie befragt wird. Alles, was bleibt. Und hier machen wir mal kurz Pause. Ich muss kurz mal die frische Luft. Ich muss hier ein bisschen Luft reinschaffen und es ist so warm. Amicia, ist alles in Ordnung? Ja. Es ist nur seltsam, zurück zu sein. Gehen wir. Ich hätte nicht gedacht, dass ich zurückkommen würde. Zumindest nicht so bald. Wir finden die Tränke und verschwinden. Vielleicht sind wir vor Sonnenaufgang wieder zu Hause. Das wäre mir recht. Gut, machen wir weiter. Themenwechsel. Ratten. Wir haben ja schon 3.30 Uhr. Sieh mal, die Standarte der Inquisition. Sind sie immer noch hier? Wir müssen vorsichtig sein. Mhm. Ellbogengesellschaft, aber jeder heult rum wie Kacke, andere sind, sollte mal jeder vor seiner eigenen Haustür kehren, meiner Meinung nach. Ja, das kommt auch dazu. Der Baumstamm, sie müssen da lang gegangen sein. Das kommt auch dazu.
Nicht runterfallen, bloß nicht runterfallen. Oh. Was zum Teufel ist das? Pass auf, Lukas! Was ist mit ihnen los? Ich weiß nicht, aber es gefällt mir nicht. Verschwinden wir. Sie beachten uns immer noch nicht. Kann man die vielleicht weglocken? Okay, das bringt aber glaube ich nichts. Luminosa schafft eine starke Lichtquelle, die Ratten eliminiert. Das können wir probieren. Das hat hingehauen. Aber da ist ja eh nichts. Toll. Hier könnte ich, glaube ich, runter. Nee, kann ich auch nicht. Lukas, darüber denken wir später nach. Los! Es muss ein Grund geben. Sieht aus, als wollten sie uns nicht vorbeilassen. Es sind so viele. Als ich mit Hugo weggelaufen bin, hat etwas die Wachen angegriffen. Ich glaube, dass wir an diesem Tag dank der Ratten entkommen konnten. Ich verstehe. Das ist also einer der Orte, an denen sie zuerst auftauchten. Aber das erklärt ihr Verhalten nicht. Ui. Ich muss den aber wahrscheinlich abschießen, dass der hier runterkommt. Naja. Silent, wie geht's dir denn so? Was treibst du Schönes? Um mal wieder auf andere Gedanken zu kommen. Sie sind hier nicht willkommen. Das werden Sie spüren. Das ist mein Zuhause. Hört ihr mich? Mein Zuhause. Ach so, wir gehen nach Hause. Bescheiden ist gerade einfach in Real Life gerade beschissen und das zerrt an meiner Psyche, weswegen ich mir auch gerade Hilfe suche. Das tut mir leid, aber ich find's gut, dass du da reagierst. Der Landsitz liegt genau vor uns. Da muss man auch erstmal die Kraft haben, zu sagen, ich brauche Hilfe. Kenne ich von mir. Ich drück dir die Daumen. Da, eine Tür. Auf der anderen Seite ist eine Kette. Moment, die Laterne. Mit ihr müssen sie ihre Truppen durchgeschleust haben. Gute Idee. Ich habe freie Sicht. Du kannst nach unten. Gib Bescheid, wenn du bereit bist. Ah. Möchte aber da rein. Da hinten ist auch was. Hilfe suchen ist das eine, sie bekommen das andere. Aufgrund irgendwelcher Wartelisten? Oder... Ja, ne? Ach du Scheiße.
Ich werde sterben. Ich werde sterben. Das habe ich auch mitbekommen, Silent. Wir haben momentan auch so einen Fall in der Familie. Und da findet sich gerade auch nichts. Teilweise kommst du gar nicht auf die Warteliste, wirst einfach direkt abgewiesen. Jetzt kann ich keine mehr bauen. Weglocken kann ich hier wahrscheinlich auch nicht. Falsch. Oh Gott, oh Gott. Hab gestern gelesen, dass, so wie es aussieht, an der Intubation liegt während den Spiegelungen, dass ich jetzt die Props habe. Bei 6% der Fälle kann das passieren, das ist halt ein Risiko. Bin seit gestern Abend so abgefuckt, dass ich nicht pennen kann. Ja, aber dann lässt du da nochmal Kontrollen machen, nehme ich an, Cap. Von wo? Ach da. Ich bin hier. Und los, vorwärts. Lass mich bloß nicht im Stich. Denkst du, ich käme hier ohne dich raus? Ich meine, ob es so ist? CT von Lunge zum Kehlkopf, EDC anschauen. Ja, okay, gut. Noch eine Sache, was sich jetzt beschäftigt, ne? Du kommst auch nicht zur Ruhe, mein Freund. Das System funktioniert gut. Bin soweit. Vergiss mich nicht. Danke. Lukas, wir sind nicht alleine. Oh. Ich bin nicht gern Internetdoktor, aber wenn du einfach Probleme nach Intubation eingibst, kommen genau die Sachen, die ich habe. Ja, ansprechen, abchecken lassen. Und ich meine, ist da jetzt nicht gerade eine Kleinigkeit, Cabby, was bei dir abgeht, weißt? Eine Wache. Er lebt noch. Hilf mir. Irgendjemand. Die Ratten. Hey, du da. Wie viele von euch sind hier? Es tut so weh. Ich will nicht sterben. Nicht so. Nicht so? Ihr habt meine Familie abgeschlachtet. Du verdienst es zu leiden. Bitte, hab Gnade. Wage es nicht, dieses Wort in den Mund zu nehmen. Aus ihm kriege ich nichts Nützliches heraus. Oh, Scheiße. Tja, dann... Oh, Scheiße. Jetzt haben sich Lukas aufgefuttert. Es hat, so wie es aussieht, die chronische Bronchitis jetzt getriggert. Dadurch reagiere ich auf alles. Wenn ihr das kontrollieren, dann beziehungsweise wenn es sich bestätigt, dann kann man sicherlich was dagegen unternehmen, oder nicht? Lukas,
Wir sind nicht allein. Oh. Nope, wie? Hier, der gehört euch. Er hat bekommen, was er verdient. Amicia. Da ist noch einer. Oh nein, oh nein. Amicia, Amicia. Ey, was mache ich heute für eine Scheiße? Ehrlich, ich bin absolut nicht bei der Sache gerade. Lukas, wir sind nicht allein. Ich weiß halt, wie das Ganze für eine kurze Zeit mildern. Hier, der gehört euch. Ja, aber wie lange soll das weitergehen, Kevin? Er hat bekommen, was er verdient. Amicia. Da ist noch einer. Dreckskerle. Was habt ihr getan? Gerechtigkeit für meine Familie. Dank euch habe ich bereits bezahlt. Aber ich werde nicht noch jemanden verlieren. Hörst du? Er war doch keine Gefahr. So ist es sicherer. Der Begriff chronisch bedeutet sich langsam entwickelt, schleichend von langer Dauer. Eine Erkrankung ist als chronisch zu bezeichnen, wenn sie im Gegensatz zu einer akuten Erkrankung nicht nur lange andauern, sondern auch schwer oder gar nicht geheilt werden kann. Richtig Baustelle einfach, Cap. Aber was heißt das jetzt? Was heißt das jetzt für die ganzen Sachen? Also für die OP und Pipapo. Kann das Ganze überhaupt noch stattfinden? Und vielleicht, maybe, wenn es stattfindet und es danach bei dir anders aussieht, dass es maybe, das alles maybe ein bisschen besser wird? Oder? Oder ist der Zug jetzt abgefahren? Einfach GG. That's it. Nein, ich muss dahin. Ah, ich weiß, wie ich das mache. Ich denke, Zug ist abgefahren durch das, weil Gefahr durch das Intubieren, dass es noch schlimmer wird, ist ja da. Boah, scheiße. Aber lass den Kopf nicht hängen. Der Multi. Ja, einen wunderschönen, mein Lieber. Herzlich willkommen. Grüß dich. Ich hoffe, du hattest einen angenehmen. Ich habe heute an dich gedacht. Aber warum? Ah doch, ich weiß warum. Weil ich mir schon mal Gedanken über den nächsten, über meine nächsten Spiele gemacht habe. Und da musste ich an dich denken, wegen einem Adventure. Ich hatte heute einen sehr, sehr angenehmen. Freut mich. Super. Ne, wird auch wieder auf irgendeine Weise. Ja, safe, Cap. Safe. Selbst ist der Mann.
Dann versuch trotzdem dein Ziel anders zu erreichen. Du hoffentlich auch. Ja, mir geht's super, ist alles entspannt. Ich bin in meiner natürlichen Umgebung, umzingelt von Rattenmulti. Das Leben ist schön. Was hast du denn gezockt heute? So, da habe ich jetzt alles gemacht. Hier habe ich alles gemacht. Ich gucke nochmal hier. War ich hier schon? Ey, ich, ohne Scheiß. Was ist heute nur mit mir los? Wir sind hier, Lukas. Hinter dieser Tür. Ich verstehe. Ich bin bei dir. Gehen wir. Oh mein Gott, ist das real? Mein Zuhause. Ist das da drüben ein Toter? Nein, bitte nicht. Amicia, wir müssen nicht weiter. Wir finden einen anderen Weg. Nein, ich muss ihn sehen. Ist Ons Human schon draußen? Scheiße, ich wollte... Ach, warte. Da war ja was. Ich wollte mir, glaube ich, die Demo anschauen und ich glaube, da gab es keine Demo mehr zu. Dann habe ich mir was anderes runtergeladen. Seit gestern schon. Krass. Warte, ist das der Vater? Bitte nicht. Ist er dein Vater? Oh nein. Macht mega Laune. Oh nein, ich werde es mir anschauen. Lukas, ich glaube, ich auch mal ein bisschen reinspielen. Halt sie zurück. Das Ignifa. Schon gut. Das Ignifa. Was ist das denn? Da sind noch mehr. Lukas, was sollen wir tun? Wir sitzen in der Falle. Schieß weiter. Oh Gott. Lukas, jetzt sag doch was. Das wird schon wieder, Cap. Das wird schon wieder. Ich bin auch ein bisschen neben der Spur, merke ich ja. Bei uns in der Familie passiert momentan auch ein bisschen Scheiße. Ich bin irgendwie nicht ganz bei Sache. Kennt ihr das? Wenn ihr einfach nichts machen könnt. Ihr wisst, da gibt's gerade Menschen, die euch auch was bedeuten, aber das sind so Probleme, wo ihr einfach nicht helfen könnt, wo ihr auch nicht, wo die Anwesenheit auch alleine nicht mehr reicht. Und das ist hart. Kea, grüß dich. Und so einen Fall haben wir gerade in der Familie. Fühl dich gedrückt, Kea. Schon gut, da sind noch mehr. Lukas, was sollen wir tun? Wir sitzen in der Falle. Schieß weiter. Wir müssen in Deckung gehen. Und wo sollen wir hin? Überall. Willst du lieber hier bleiben? Das halten wir nicht lange durch. Genug. Hört auf. Wow. Ist es vorbei? Dankeschön, Kea, danke. Du hast uns das Leben gerettet. Ach, das war's? Das feiern wir später. Wir müssen zum Zimmer. Es ist das Fenster da oben. Du solltest die Fackel nehmen. Kein
Keine Sorge, ich gehe voraus. Danke. Wir haben ja schon 4. Kann ich die abschalten kurz? Ja. Oh. Naja. Vater! Sie haben seinen Körper genommen. Haben ihn mir genommen. Ich hätte ihn begraben sollen. Ich hätte... Es tut mir leid. Es tut mir so leid, Amicia. Bitte lasst ihn in Frieden ruhen. Diese Leiche ohne Rüstung. Er war einer unserer Bediensteten, aber sein Körper... Ja, die Wachen wurden bei lebendigem Leib verschlungen, doch er... Warum? Dafür muss es einen Grund geben. Wenn ich nur wüsste, das große Erwachen, ach, seine Nachbeben schwingen weiterhin durch die Zeit. Stimmt. Warum haben sie den nicht aufgefuttert? Auf dem Weg. Was zur Hölle geht hier vor? Wir sind da. Es ist dort oben. Lass das doch mal da. Nun denn. Wow, pass auf. Sie kommen alle hier zusammen. Sie gehen zu seinem Zimmer. Also da soll ich hin. Die Tränke für Hugo müssen da drin sein. Lukas, diese Gefäße... Das sind nur Infuse. Die sind nicht stark genug. Es muss noch andere geben. Laufe ich erstmal dahin? Guck mal, ob ich dahin kann. Nee, kann meine Schleuder nicht zücken. Also, das ist es? Ja, das ist Hugos Zimmer. Da sind noch mehr Gefäße. Alles, als wäre nichts geschehen. Nein, das ist es nicht. Das auch nicht. Nein, Lukas, nichts. Warum ist dein Zimmer unberührt? Nein, das ist nicht, was wir brauchen. Kein Glück? Nein, das sind nur gewöhnliche Tränke. Deine Mutter muss doch an einem komplexeren Elixier gearbeitet haben. Es muss einen anderen Ort geben. Einen anderen Raum. Nein, nicht, dass ich wüsste. Ein Opus Magnum macht man nicht einfach so. Sie muss irgendwo ein Labor haben. Ich weiß nicht. Wo soll das sein? Laurentius. Er hat sein Labor vor neugierigen Blicken verborgen. Deine Mutter muss also auch... Sie hat nichts erwähnt. Ich habe sie kaum gesehen. Jetzt habe ich's. Gibt es nicht einen Ort, den du nicht betreten durftest? Ich weiß nicht. Ein Ort, Nun, den sie beschützt hat? Die alten römischen Ruinen. Da durfte ich nicht die hin. Die römischen Ruinen? Ja, definitiv die Idee eines Alchemisten. Wo finden wir sie? Im Garten. Gehen wir! Ich verlasse das Haus.
Sind sie weg? Nein, sie formieren sich neu. Du meinst... Lukas? Hier können wir nicht bleiben. Nach rechts! Los! Ja, ja, ich komme! Da sind noch mehr! Ich erleuchte das Zimmer, du kümmerst dich um die Ratten! Oh. Der Weg ist frei, Amicia, wir müssen weg! Das war knapp. Bewegung, sie könnten zurückkommen. Ich sterbe vor Angst, Amicia. Ich bin ja hier, aber wir müssen weiter. Im Himmel. Es ist schlimmer, als ich dachte. Alles abgestorben. Wo sind die Bäder? Dort drüben, am anderen Ende. Ja, nee, wir ist klar. Wir müssen da durch. Aber... ich weiß. Wir schaffen das. Eine Blume. Sie ist unversehrt. Fingerkraut, glaube ich. Hugo würde nicht wollen, dass wir sie hier lassen. Na dann los, mach dich bereit zu rennen. Bereit. Komm schon, los! Hä, werden wir verfolgt? Komm schon! Schieß nicht daneben! Danke für die Hilfe! Achso, die halten wahrscheinlich nicht lange. Die brennen nicht lange, meine ich. Scheiße. Scheiße. Ja, Lukas, du bist ein bisschen zu langsam. Keine Ursache. Ich glaube es nicht. Sieh sie dir an. Wie ein Fluss. Ein Fluss aus Ratten. Das ist der einzige Weg zu den Bädern. Moment, der Karren. Wir können das Feuer erneut entzünden, ihn schieben und... Nein, ich entzünde es und du schiebst. Was? Ganz allein? Du hast gesehen, was vorhin passiert ist. Denkst du, sie lassen uns diesmal einfach durch? Komm, Lukas, vorwärts. Die Würfel sind gefallen. Da muss ich rein, da muss ich rein. Nein, bleib hier, Bruder. Bleib hier. Verdammt. Er ist richtig schwer. Los. Weil hier ist immer cooles Zeug drin. Warum geht's hier nicht weiter? Eine unsichtbare Wand. Probier's nochmal. Nein. Keine Ursache. Oh, das mache ich vorher. Ich glaube es nicht. Sieh sie dir an. Wie ein Fluss. Ein Fluss aus Ratten. Das ist der einzige Weg zu den Bädern. Moment, der Karren. Wir können das Feuer erneut entzünden, ihn schieben und... Nein, ich entzünde es und du schiebst. Was? Ganz allein? Du hast gesehen, was vorhin passiert ist. Denkst du, sie lassen uns diesmal einfach durch? Schon gut, schon gut. Aber halt... Hä? Keine Ursache. Ich glaube es nicht. Hier ist doch nicht. Warum bleibt ihr nicht einfach hier? Ein Fluss aus Ratten. Das ist der einzige Weg zu den Bädern. Moment, der Karren. Wir können das Feuer erneut entzünden, ihn schieben und... Nein, ich... Ja, nein! Keine Ursache. Ich glaube es nicht. Sieh sie dir an. Wie ein Fluss. Ein Fluss aus Ratten. Das ist der einzige Weg zu den Bädern. Moment, der Karren. Wir können das Feuer erneut entzünden, ihn schieben und... Nein, ich entzünde es und du... Nein! Keine Ursache. Ich glaube es nicht. Sieh sie dir an. Wie ein Fluss. Ein Fluss aus Ratten. Das ist der einzige Weg zu den Bädern. Moment, der Karren. Wir können das Feuer erneut entzünden, ihn schieben und... Nein, ich entzünde es und du schiebst. Was?
ganz allein? Du hast gesehen, was vorhin passiert ist. Denkst du, sie lassen uns diesmal einfach durch? Schon gut, schon gut. Aber halt deine Munition, Robert. Der ganze Aufwand darf nicht für die Katz sein. Ja, schon mal ein bisschen weg. Machen wir noch einen hier hin. Oh, Lukas, ey. Nicht schlecht, gar nicht schlecht. Hä? Oh. Ich probiere nochmal zu pennen, wenn es nicht klappt. Bis nachher, ansonsten bis zum nächsten Stream. Yo, Cappy. Gute Nacht. Komm, Lukas, vorwärts. Lass den Kopf nicht hängen. Nein. Keine Ursache. Och nö. Ich glaube es nicht. Sieh sie dir an. Wie ein Fluss. Ein Och Fluss nö. Aus Ratten. Das ist der einzige Weg zu den Bädern. Moment, der Karren. Wir können das Feuer erneut entzünden, ihn schieben und... Nein, ich entzünde es und du schiebst. Was? Ganz allein? Du hast gesehen, was vorhin passiert ist. Denkst du, sie lassen uns diesmal einfach durch? Schon gut, schon gut. Gut. Aber halt deine Munition bereit. Der ganze Aufwand darf nicht für die Katz sein. Ich mache auch mal eben eine Pause. So, alles abgeschüttelt. Jetzt machen wir es richtig.
Anans. Der leuchtet doch gar nicht. Oh, nochmal gerettet. Wir sind jetzt bei Freedom Cry Mission durch. Wie hast du völlig hast du das durchgespielt? Ging das nicht so lang? Das sollte mir die Sache erleichtern. Bei der Freedom Cry Mission. Oh, weiß ich nicht. Also Ending? Also letzte Mission? Nee, natürlich nicht. Boah, Don. Du kotzt mich heute sowas von an. Wirklich, Don. Du kotzt mich sowas von an. Jetzt konzentrier dich doch mal. Komm, Lukas. Vorwärts. Die Würfel sind gefallen. Aber demnächst mache ich hier nur noch Roblox-Content. Er ist richtig schwer. Na los, streng dich an. Anstrengend? Ich habe mein ganzes Leben in einem Keller verbracht. 6 von 9? Ah, okay. Der Boden bebt. Schaff's heute noch. Willst du's auch? Ja, ja, sie kommen. Halte sie auf Abstand. Na bitte, wenn du meine Schleuder willst? Nein, danke. Schon verstanden. Sie formiert sich neu. Ich mach das. Noch einen. Nein, ich bin bei der Hitze und Rhythmus hier gefickt. Ich weiß auch nicht, wie ich später schlafen soll. Nicht sterben, Lukas. Niemand stirbt, bevor wir diese Bäder erreicht haben. Als wäre es Schicksal. Seit wir uns kennen, wird unser Leben vom Chaos bestimmt. Aber ich habe die Schleuder, also beruhige dich und schieb weiter. Genau das mache ich doch. Ich bin noch da, ja. Wie geht es dir? Meine Beine tun weh. Wir sind nah dran. Weiter so. Ich tue, was ich kann. Das liegt dort drüben. Die Bäder. Wir sind fast da, Lukas. Amicia, ich habe nachgedacht und ich denke, dass... Was, Lukas? All diese Angriffe... Jetzt ist nicht die Zeit dafür. Wir sind bestimmt auf der richtigen Spur, ja. Aber wir müssen bis zum Ende durchhalten. Geschafft, Lukas. Wir haben es geschafft. Ich. Danke. Danke, Lukas. Siehst du? Du bist ziemlich hart im Nehmen. Ja, aber ich glaube... Was fickst du, was werde ich dir, Junge? Ich werde nie wieder laufen können. Na los, ich weiß nicht, was meine Mutter da unten versteckt hat, aber das lässt du dir doch nicht entgehen, oder? Auf keinen Fall. Los, gehen wir. Lukas, hier. Hier habe ich meine Mutter sterben sehen. Aber... Arthur meinte, dass sie noch am Leben ist, oder? Ja. Das ist der arme Lambert. Er muss den Hieb abgefangen haben. Sie lebt noch, aber... Aber... Sie... Ich weiß. Aber denk an deinen Bruder. Wir müssen weiter.
Diese Stufen, es fühlt sich an wie früher. Das ist gut, denn wir sind auf deine Erinnerung von damals angewiesen. Meine Mutter wollte nie, dass ich hierher komme. Sie meinte, es wäre gefährlich. Gefährlich für sie, keine Frage. Du hast nie etwas gefunden? Nein, obwohl ich ziemlich neugierig war. Aber diesmal sind wir zu zweit und du bist kein Kind mehr. Wir finden es. Gewiss. Alter, machen die nicht, ja? Das ist das Sudatorium. Hier kamen die Römer her und haben geschwitzt. Dank des Dampfes, ja. Es war... Oh, sieh mal! Diese Skulpturen! Was? Alchemistische Tiere. Fäulnis, Reinigung, Vereinigung und Sublimierung. Das Symbol im Becken steht ebenfalls für Fäulnis. Diese Symbole haben mich immer fasziniert. In den anderen beiden Becken sind noch mehr. 3 Symbole, 4 Skulpturen. Unter dieser hier brennt ein Feuer. Also können wir die anderen auch entfachen. Wir müssen doch irgendwie an sie rankommen. Die Kröte, hässlich wie eh und je. Der Schwan, imposant und anmutig. Lukas, noch ein Fresko. Eine schwangere Frau. Aber das ist nicht alles. Sieh mal, neben ihr. Das ist ein Destillierapparat, oder? Ist sie eine Alchemistin? Genau. Die Alchemie wurde oft mit der Schwangerschaft verglichen. Und der Schmelztiegel oder Brennofen mit dem Mutterleib. Oder sie ist einfach nur eine schwangere Alchemistin. Nicht einfach nur. Dieser Tempel gehörte deiner Mutter. Und es ist kein Zufall, dass wir hier eine Frau sehen. Dieser Ort ist wichtig. Wahrscheinlich hast du recht. Der Löwe. Oh, Leon, mein armer Hund. Ich hoffe, wo du jetzt bist, geht's dir gut. Oh, na toll. Hey, wie sieht's da unten aus? Ein Nest. Sie wuseln um mich herum. Und ich kann nichts sehen. Los, gehen wir. Ich versuche, dich zu führen. Und wie willst du das anstellen? Mit dem Licht. Ich warte in der Nähe der Becken. Viel Glück. Immer eine neue. Er will mich führen mit dem Licht. Willst du von mir? Das möchte ich auch nicht haben. Jetzt einfach mal da durch, bis nach hinten hin. Sackgasse. Hey Lucy, moin.
einfach da hoch. Du bist in der Nähe eines Symbols. In Ordnung, ich gehe weiter. Was machen Sachen, Lucy? Das ist das Sudatorium. Hier kamen die Römer her und haben geschwitzt. Dank des Dampfes, ja. Es war... Oh, sieh mal, diese Skulpturen. Was? Alchemistische Tiere. Fäulnis, Reinigung, Vereinigung und Sublimierung. Das Symbol im Becken steht ebenfalls für Fäulnis. Diese Symbole haben mich immer fasziniert. In den anderen beiden... Oh, na toll. Hey, wie sieht's da unten aus? Eigentlich den ganzen Tag nur am Video arbeiten. Gerade was gegessen. Bon Appetit nachträglich. Ich hoffe, es hat gemundet. Los, gehen wir. Ich versuche, dich zu führen. Und wie willst du das anstellen? Mit dem Licht. Ich warte in der Nähe der Becken. Viel Glück. Du bist in der Nähe eines Symbols. In Ordnung. Ich gehe weiter. Siehst du irgendwas? Ja. Das ist die Reinigung. Ein Symbol müssen wir noch zum Leuchten bringen. Okay. Du näherst dich dem anderen Symbol. Geh weiter. So schnell ich kann. Das Symbol ist erschienen. Das ist die Sublimierung. Wow, okay. Was gab es denn? Du kannst zurückkommen. Ich muss hier raus. Du bist fast da. Danke, Lukas. Rede weiter mit mir. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich hätte nie gedacht, dass wir so weit kommen. Dass ich hier landen würde. Laurentius hat mir die Welt mit Büchern vermittelt. Aber die Realität ist noch mal was anderes, oder? Das ist das Schlimmste. Nichts scheint wirklich real zu sein. Fäulnis, Reinigung und Sublimierung. Kröte, Schwan und Schlange. Also, versteckt unser Freund der Löwe etwas. Spaghetti mit Ketchup und Parmesan. Zufall? So esse ich meine Spaghetti auch am liebsten. Bin kein Freund von Tomatensoße. Weiß ich warum. Der Parmesan geht immer. Dann, ich nehme auch meistens mal Ketchup. Vielleicht in seinem Maul. Hilf uns, Mutter. Trau dich. Du hast ihr Geheimnis gelüftet, Amicia. Du hast es verdient. Ja, es ist wirklich mega einfach, ne? Jetzt habe ich auch Bock auf Nudeln. Ich glaube, ich mache mir gleich zum Frühstück Nudeln. Dankeschön, Lucy. Hier ist es stockfinster. Es scheint riesig zu sein. Spar dir die Munition. Ich kümmere mich darum. Na bitte. Oh Gott. Edelmaterialien, dem weitaus überlegen, was wir im Schlafzimmer gesehen haben. Das ist es, Amicia. Gut, gut. Was hat er im Schlafzimmer gesehen? Ich würde auch gerne FF14 spielen, aber The Grind und das Monty Das ist die Handschrift Paying ist meine Hürde. Versuchte eine neue Transmutation, doch das Elixier ist unvollständig. Die Fackel des Trägers verschwindet und lässt meinen Sohn in der Finsternis der Makula. Sie war auf der richtigen Spur, Amicia. Was wir suchen, muss hier irgendwo sein. Aber wo? Und wie sieht es aus? Da ist doch was. Noch ein Fresko. Ein Kind in den Armen seiner Mutter. Aber diese Zeichen auf seinem Oberkörper, Lukas. Die Prima Makula. Aber dieses Fresko ist mindestens 800 Jahre alt. Und doch ist es zuvor geschehen. Aber wie viele Male? Wer weiß. Sanguinis Itinera. Die Wege des Blutes. Die Makula bahnt sich einen Weg durch die Geschichte. Sie hat die Welt bereits verändert und wird es wieder tun. Hier, auf dieser Schachtel prangt ein Phönix. Das Symbol eines alchemistischen Meisterwerks. Amicia, das muss es sein. Öffne sie. Nun gut. Ja, machen wir gleich. Ich liebe die Welt von der Plague Tale, wirklich. Also es ist schon ziemlich geil gemacht. Und irgendwie nehme ich das Ganze auch ein bisschen anders wahr. Jetzt, wo ich Papa geworden bin, sieht die Welt anders aus, ne? Ich glaube, den zweiten könnte ich, glaube ich, nicht mehr spielen. Ich glaube, danach kannst du mich, glaube ich, einweisen lassen. Ist das ein Stammbaum? Ja, anscheinend von meiner Familie. Oh,
Kannte sich Mutter wirklich mit all dem aus? Sie war eine Meisterin der Alchemie. Wenn es eine Rettung für Hugo gibt, dann hier. Wir müssen sie nur finden. Final Fantasy 14 hat ein Grafik-Update bekommen. Nein, es wird immer schwieriger. Mutter, es war alles hier. Auf Distanz zu bleiben. Und ich ahnte nichts davon. Ich war zu beschäftigt mit Spielen und Herumalbern. Soma, was machst du noch so für Content? Also Elden Ring habe ich gesehen, Final Fantasy. Was gibt's noch so zu sehen bei dir? Lukas, sieh mal. Fortgeschrittene Kristallisierung, blaugrüner Rand, klare Substanz. Was? Lukas! Ambra-Geruch, unglaublich. Na, red schon. Was soll das sein? Das Elixier für Hugo. Sie machte Fortschritte, hatte aber keine Zeit, es fertigzustellen. Du meinst, dasselbe Elixier, das du... Ja! Einfach unglaublich, wie weit sie ohne das Buch gekommen ist. Also können wir es vielleicht nutzen, Lukas? Mit dem Buch und meiner Vorarbeit? Ich denke, ich sollte es fertigstellen können. Du bist ja schon mittendrin, Magister. Warum hat sie nichts gesagt? Ich hätte es verstanden. Ich hätte... Au! Ich hätte dasselbe getan, Amicia. Sie war eine Alchemistin. Und weißt du... Eine Mutter beschützt ihre Kinder, oder? Der Junge ist so reif für sein Alter, ne? Besonders Licht und Shader geupdatet. Boah, mit Beleuchtung kannst du wirklich sehr viel rausholen. Macht am meisten Sinn auch. Denk nicht dran. Vollende das Elixier. Ich halte sie zurück. Souls Content und Story Games eigentlich. Warum jetzt? Lukas, wir müssen uns beeilen. Nach Bloodborne wird Ghost of Tsushima, Black Myth, Wukong steht ja auch in den Startlöchern. Das ergibt keinen Sinn. Das sind Symbole. Sie suchte nach dem fehlenden Element, doch das Buch sagt, du musst das Gefäß leeren, damit der Spiritus es füllen kann. Deine Mutter lag falsch. Wir müssen nichts dazugeben, sondern das Elixier filtern. Such etwas Einweichmittel, während ich die Mischung zubereite. Sie muss hier welches haben. Einweichmittel? Was ist das? Einweichmittel. Wo finde ich das? In der Pharmakopö, der Alkoven mit dem Vorhang. Schon unterwegs. Immer mit der Ruhe. Laurentius pflegte zu sagen, beruhige deinen Herzschlag, denn deine Hände folgen deinem Herzen. Also immer mit der Ruhe. Damals gab es noch semi-competitive League of Legends, aber ich und mein Team sind getrennte Wege gegangen und nun weiß ich nicht, ob ich das nochmal aufgreifen will. Also mein Main-Content sind eigentlich auch Multiplayer-Spiele. Ich bin so ein... Wenn ich mal nicht gebannt bin, dann spiele ich Valorant. Hast du das Mazerat? Oder ich auch gerne COD, Fortnite. Oder aber auch Racing. Wobei ich jetzt ziemlich lange Racing-Pause gemacht habe. Aber mittlerweile, so die letzten paar Wochen, fuckt mich competitive einfach mehr und mehr ab. Weshalb ich mir jetzt gesagt habe, ey, ich mache mir jetzt eine Liste und pack so ein paar Spiele rein, wo ich einfach nochmal Bock drauf habe, aber auch Pile of Shame so ein bisschen abarbeiten und die hake ich dann immer nacheinander ab. Und so weiß ich immer, okay, was spiele ich als nächstes, wenn ich mal keinen Bock gerade habe, von kleinen Kindern beleidigt zu werden. Und so fahre ich gut mit. Stimmt, Donny, mit dir müsste ich auch mal Valorant spielen. Das wird nie passieren, Lucy. Das wird nie passieren. Weißt du, ich bin asozial und außerdem bin ich gebannt. Ich wurde gecancelt von Riot. Eins meiner Hobbys, von Kindern beleidigt werden. Ja. Man kennt's. Oh Gott. Also, wo soll ich hin? Ich mach mal hier ein bisschen Licht.
trägst mich also nicht auf immer hoch. Der Zug ist abgefahren, schon wirklich. Wirklich. Ich muss ja selber erstmal wieder auf Dia 2, 3 kommen. Dass ich da selber Progress mache. Aber ich habe wirklich nicht mehr den Nerv. Ich finde es auch mega scheiße, dass man mich auf Gold 3 eingestuft hat. Und jetzt komme ich aus Platin nicht mehr raus. Deshalb habe ich den Bank kassiert. Und da sind Sachen passiert. Da sind Sachen passiert. Also wirklich. I don't know. Und soll ich euch was sagen? Ich bin süchtig. Ich bin wirklich competitive süchtig. Ich habe mir einfach Counter-Strike runtergeladen. Warum mache ich sowas? Warum tue ich mir das an? Ich meine, das tut auch meiner Ehe nicht gut. Weswegen wurdest du gebannt? Ach, reden wir nicht drüber. Ich glaube, ich muss hier raus. Oh Gott. Achso, ja, ich habe ja dieses Ding jetzt. Dein. Was ist das immer? So, mach mal Platz da. Rename Born to be Don to Born to be Assi, auf jeden Fall. Das trifft. Das trifft's. Ne, ich komme da nicht durch. Oh nein. Born to be Toxic klingt auch gut. Nein, so weit würde ich nicht gehen. Ich laufe jetzt einfach durch. Oh, okay. Aber das ist falsch. Ich glaube, das ist falsch. Ey, ich weiß nicht warum, wirklich. Ich sage immer, es liegt an mir. Ich kann das einfach nicht mehr. Ich kann nicht mit Premates zocken. Ich kann mich im Discord nicht mit Leuten treffen, mich organisieren und mit denen irgendwas machen und so weiter. So, ich meine, ich lebe ja hier meinen Eskapismus aus und mittlerweile kann ich das nicht mehr. Ich will dann meistens einfach für mich selbst sein, einfach ein bisschen Scheiße labern. Und natürlich ist das so, wenn du im Bereich Competitive unterwegs warst, auch schon kontraproduktiv, sage ich mal. Oder kontraprogressiv. So könnte man es auch sagen. Aber I don't care. Sollen sie mich überall bannen? Spiele ich irgendwann nur noch meine Story Games. Das glaube ich nicht. Warum jetzt? So, jetzt tue. Wir müssen uns beeilen. Ich lese. Deine Mutter stand am Sonntor. Sie fand die Fackel, wusste jedoch nicht, wie man sie entzündet. Ach, das ergibt keinen Sinn. Das sind Symbole. Sie suchte nach dem fehlenden Element, doch das Buch sagt, du musst das Gefäß leeren, damit der Spiritus es füllen kann. Deine Mutter lag falsch. Wir müssen nichts dazugeben, sondern das Elixier filtern. Such etwas Einweichmittel, während ich die Mischung zubereite. Sie muss hier welches haben. Einweichmittel? Was ist das? Wo finde ich das? In der Pharmakopö, der Alkoven mit dem Vorhang. Schon unterwegs. Immer mit der okay. Laurentius pflegte zu sagen, das ist alles hier, was wir brauchen. Dein Herzschlag, denn deine Hände folgen deinem Herzen. Also immer mit der Ruhe. Allein sein ist auch geil. Also ich fühl's, wenn jeder was von dir will, 24/7, und du einfach nur chillen willst und alleine zocken willst. Ja, wie gesagt, das hat ja viel mehr was, was auch mit meinem Alltag zu tun, so Lucy, ne? Also ich kann mich dran erinnern, Corona-Zeit und so, das war schon eine geile Zeit für uns Gamer auch. Da haben wir auch sehr viel rumgealbert und ich komme nicht hin. Waren auch wirklich viel, sag ich mal, allein schon durch unsere Liga-Veranstaltungen und so weiter. Ne? Da haben wir in der Woche zum Beispiel, da haben wir uns zweimal die Woche hier getroffen mit 20 Mann im Discord und haben Formel 1 gefahren. So, Liga halt. Das haben wir halt jede Woche gemacht und so ein Kram, pipapo. Also die ganzen Jahre über hatte ich immer Rambazamba. Aber jetzt mit Babydorn, ich bin Papa geworden, es ist alles so ein bisschen ruhiger geworden in meinem Leben.
Und auch über die ganzen anderen Sachen, die ich ja auch mal erwähnt hatte, Lucy, ne? Weiß nicht. Also ich glaube, ich kann das sein, dass ich alt geworden bin? Kann das sein? Liegt es am Alter? Sehen wir mal. Dankeschön, Soma. Lukas, dieser Mechanismus ist derselbe wie im Chateau d'Ambrage. Wenn du mich fragst, ist das kein Zufall. Das bringt aber nichts. Du warst schon immer alt. Splashy. Geh mal weiter, ist das ein Squid-Song jetzt? Allein wenn du in einer längeren Beziehung bist, mal verändert sich das ganze Zocken rückt in den Hintergrund mit den Jahren. Das ist es ja eigentlich nicht. Also, ich meine, guck mal, ich habe ja meinen Tag umgedreht, Lucy. Das habe ich mir ja schon genommen. Wo ich dann nachts eher meine Freizeit habe und danach was erst... Was ist los? Hast du Sand in der Möse? du bist so ein Arsch. Und danach habe ich ja meinen Alltag und Arbeit, pipapo. Ich muss sagen, auch Props an meine Frau... die weiß ja, was ich die letzten Jahre so durchgemacht habe. Und da gibt sie mir auch den Freiraum. Aber ich funktioniere ja. Ich kümmere mich ja um alles, auch um Babydon. Und auch sonst geht's uns gut, zum Glück. Ich glaube einfach, dass mein Verständnis von oder die Interpretation, wie was ich als Eskapismus jetzt ansehe oder so, das hat sich, glaube ich, ein bisschen verändert. Ich sehe es jetzt nicht mehr irgendwie so, dass ich mit meinen Kollegen, mit meinen Freunden hier Rambazamba machen möchte, sondern ich bin mehr ich fokussiert. So, ich denke mir, okay, jetzt hast du Zeit, setz dich hin, laber so viel, wie du willst, wenn du was zu sagen hast, dann sag alles raus und weißt du, was ich meine? Es ist so schwer zu erklären gerade. Safe Space. So mein Safe Space. So zum Beispiel, wenn ich gerade Bock drauf habe oder so, dann mache ich auch mal solche Sachen. Dafür bin ich ja auch bekannt, zum Beispiel. Wenn ich dann irgendwie... Auch wenn die Leute es nicht verdienen, aber wenn ich gerade Bock drauf habe, Alter, dann gönne ich auch mal so harte Strafen wie sowas. Was heißt Strafen? Einfach so aus Spaß. Das bockt sich einfach. I don't know, weiß ich nicht. Schwer zu beschreiben, Lucy. Aber dass ich bezogener geworden bin, das ja, das hat, glaube ich, was damit zu tun. Das sind zu viele. Das sind zu viele Gefäße, Lukas. Ich weiß nicht, welches das Richtige ist. Nimm das, was am meisten stinkt. Alles stinkt. Nimm das, was am meisten stinkt. Meine Nase das unterscheiden. So, dann war das doch richtig. Das geisteskrank. Pfeffer? Minze? Nein, es muss noch etwas Schlimmeres geben. Etwas viel Schlimmeres. Ob Chin mich hier hergebracht hat, weil wir Gemeinsamkeiten haben. Aber so schlecht riecht es auch nicht. Komm schon, Amicia. Boah, was Soma. Ist das? Keine Ahnung. Riecht nach gar nichts. Ich kenne den Chin zwar jetzt auch nicht so lange, aber ich glaube, ich kann ihn auch gut einschätzen. Und ich denke, wir haben alle eine Gemeinsamkeit. Und das ist halt wirklich der Schrei nach einer Zuflucht. Eskapismus einfach. Und das ist, glaube ich, das, was uns verbindet. Und so schätze ich den Chin auch ein. So wirkt er auch für mich. Und du wirst da sicherlich nicht anders sein, wenn er gerne bei dir chillt und so. Was ist hier los? Oh. Aber ansonsten bin ich natürlich neugierig, wenn es da andere Gemeinsamkeiten gibt. Weiter, wir haben es fast geschafft. Ich komme. Der Chin ist ein Mastermind. Soll das heißen, ich eskaliere beim Pissen? Wo kam das denn her, Chin? Wie kann man denn beim Pissen eskalieren? Wie sieht das Ganze aus? Ach scheiße, jetzt stelle ich es mir vor, wie Chin gerade am Pissen ist. Okay, so
So, das hätten wir... Ich bin heute wirklich neben der Spur, ne? Schon die ganze Nacht. Stell es hier hin. Gut, dann wecken wir mal den Phönix. Eskapismus, oh nicht Gott, zittern. Oh nein, oh Chin, oh Chin, 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 das hast du dir jetzt aber jetzt verdient, warte, bitteschön, gönn dir. Du bist eine stinkende Seemannsmutter. War der zu hart? Okay, oh. Scheiße. Ich bin tot. Was mache ich denn? Jetzt. Die Farbe hat sich leicht verändert. ich bin tatsächlich Sitzpisser. Ich finde vor allem, wenn man wo zu Besuch ist, gehört sich das. Wie sind wir gerade vom Deep Talk dazu gekommen, dass wir über Chins Pisserei quatschen? Wie ist das passiert gerade? Das glaube ich nicht. Warum jetzt? Lukas, wir müssen uns beeilen. Ich lese. Und jetzt muss ich das nochmal machen hier, ne? So, jetzt aber richtig. Komm, Fokus. Das ergibt keinen Sinn. Das sind Symbole. Sie suchte nach dem fehlenden Element, doch das Buch sagt... Du musst das Gefäß lesen, Und du wohnst mit einer Frau im Haushalt. Ja, das heißt. Deine Mutter lag falsch. Wir müssen nichts dazugeben. Muss ich jetzt auch im Sitzen pissen? Such etwas Einweichmittel, während ich die Mischung zubereite. Sie muss Was heißt das? Haben. Einweichmittel? Was ist das? Wo finde ich das? In der Pharmakopö. Vorne, der ja. Alkoven mit dem Vorhang. Der Vorhang, da ist es. Immer mit der... Das sind zu viele. Das sind zu viele Gefäße, Lukas. Ich weiß jetzt nicht, doch einfach. Was das Richtige ist. Nimm das, das am meisten stinkt. Alle stinken. Ich weiß nicht, ob meine Nase das unterscheiden kann. Es wäre zuvorkommend, im Sitzen zu pissen. Naja, sie können es ja aber auch mal im Stehen probieren. Um einfach mir ein bisschen näher zu sein. Um mich auch mal ein bisschen zu verstehen. So könnte man das ja auch drehen. Ja? Pfeffer? Minze? Nein, es muss noch etwas schwimmen. Was ist das? Keine Ahnung. Riecht nach gar nichts. Oh Gott. Ich probier's mal. Ab morgen identifiziere ich mich als Sitzpisser. Sehr gut, bring es her. Sitzpisser. Das klingt ganz nice eigentlich. Dieses Geräusch, das gefällt mir überhaupt nicht. Weiter, wir haben es fast geschafft. Ich komme. Bro, Spaß beiseite, sitzen ist halt immer chillig. Nicht zittern. Wir dürfen nicht. Kannst noch andere Sachen währenddessen machen. Sitz bis auf Probe, ja Mann. Die Farbe hat sich leicht verändert. Gut, aber nicht gut genug. Du meintest, dass wir etwas filtern müssen. Warum gibst du dann noch mehr dazu? Man muss zugeben, um filtern zu können. Das Feuerbecken, Amicia. Mach mir den Weg zu den Destillierapparaten frei. Na schön, auf zu den Destillierapparaten. Einmal umdrehen. Sich auch mal hinsetzen, um sich vom Sitzen auszuruhen. Das ist wirklich sehr deep, Soma. Amicia, Leute, was passiert hier gerade? Haben sich drei Idioten gefunden. Nein, ich bin wieder tot. Ich bin aber der größte Idiot gerade. Wirklich. Die ganze Nacht schon. Es läuft heute einfach nicht. Das ist ja noch nicht mal ein Souls-like oder sowas in der Art. Das ist ja noch nicht mal was Anstrengendes. Ich krieg's einfach nicht gebacken heute. Ich weiß nicht warum. Was ist das aber auch für eine Hitze? Das glaube ich nicht. Warum jetzt? Lukas, wir müssen uns beeilen. Ich lese. Deine Mutter steht am Monitor. Sie fand die Fackel. Wir machen einfach gleich Remote. Kann das chillen. Das ergibt keinen Sinn. Das sind Symbole. Sie suchte nach Ich bin da auch oft genug dumm gestorben. Ja, aber das ist gerade wirklich das. Also, damit der Spiritus es füllen kann. Das geht einfach nicht. Deine Mutter lag falsch. Wir müssen nichts dazugeben, sondern das Elixier filtern. Such etwas Einweichmittel, während ich die Mischung zubereite. Sie muss hier welches haben. Chin, hast du im Kopf, wie viel Playtime du hast in Elden Ring? Der Alkoven mit dem Vorhang. Der Vorhang, da ist es.
Immer mit der Ruhe. Laurentius pflegte zu sagen, beruhige deinen Herzschlag, denn deine Hände folgen deinem Herzen. Das sind zu viele. Das sind zu viele Gefäße, Lukas. Ich weiß nicht, welches das Richtige ist. Nimm das, das am meisten stinkt. Alle stinken. Ich weiß nicht, ob meine Nase das unterscheiden kann. Pfeffer? Minze? Nein, es muss noch etwas Schlimmeres geben. Schau, mit dem Virus hier jetzt ca. 280 Stunden. Was ist das? Keine Ahnung. Riecht nach gar nichts. Oh Gott. Das ist absolut. Lukas, ich gehe. Komm zurück, sie gruppieren sich neu. Weiter, wir haben es fast geschafft. Ich komme. Hab nachgeschaut, 299 Stunden, aber ich bin auch sehr kleinlich und der letzte DLC-Boss hat mich 23 Stunden gekostet, ja, habe ich ja mitbekommen. Krass, Alter. Krass. Ich glaube, so lange habe ich halt wirklich nur einmal bei einem Boss gebraucht. Das war Sekiro halt, der letzte Penner da, Genichiro. Der ist ein paar Mal aufgetaucht, meine ich, aber der letzte Fight gegen den, das war, boah, alter Schwede. Stelle sie gut, dann wecken wir mal den Phönix. Vorsichtig, nicht zittern, wir dürfen nichts vergeuden. Sie kommt zurück. Ah, naja, dann fange ich doch mit Dark Souls Remastered an. Aber nicht gut genug. Du meintest, dass wir etwas filtern müssen. Warum gibst du dann noch mehr dazu? Man muss zugeben, um filtern zu können. Das Feuerbecken, Amicia. Mach mir den Weg zu den Destillierapparaten frei. Na schön, auch zu den Destillierapparaten. Ja. Ich sag dir eigentlich Demon's Souls. Original oder Remake? Wo sind die Destillierapparate? Möchte der jetzt dahin? Ich hab's zu Release gespielt gehabt, die Souls. Aber Souls-like geht immer, ne? Ich hab die halt noch nie gestreamt, meine ich. Oh doch, Demon's Souls hatte ich auch gestreamt. Aber ich hätte mir eine PC-Umsetzung gewünscht davon. Lukas, pass auf! Verzieht euch! Sie wissen, was vor sich geht, aber sie werden den Lauf der Geschichte nicht verändern. Okay, richtig. Zurück an die Arbeit. Oh, Lukas, mach bitte keine Dummheiten, ja? Ich weiß, was ich tue. Zumindest denke ich das. Außerdem gibt es kein Zurück mehr. Sei einfach vorsichtig. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass Demon's Souls auch besser ausschaut als Elden Ring, oder? Na los! Die Wahrheit wird aus dem Kann Munde das sein? Fließen. Komm schon, gib mir deinen reinsten Alkohol. Na also, das Sonnentor, die Fackel des Trägers. Amicia, bring mich zurück. Sofort. Okay, wieder zurück. Ja, ich weiß, dass vom Bluepoint gemacht worden ist. Ganz andere Engine und so. Deine Hände, Lukas. Erwecke es zum Leben. Lukas, ich weiß nicht, ob ich dich stoppen kann. Hast geschafft. Lukas, du musst dich beeilen. Ich brauche mehr Zeit. Sie kommt von allen Seiten. Ich weiß. Ich höre. Lukas. Oh Gott. Ich hab nichts mehr. Lukas. Was? Was geschieht hier? Was ist denn jetzt los? Ich habe es geschafft. Und es scheint, als wüssten sie... Wir dürfen keine Zeit verlieren. Dann bitte, nach dir. Lukas, du hast es geschafft. Wir haben es geschafft.
Laurentius wäre stolz auf dich. Ich bin stolz auf dich. Danke. Zumindest wissen wir jetzt, wenn das Elixier mit den Ratten zu tun hat, sind sie auch mit dem Träger verbunden. Ja, aber jetzt, Lukas, müssen wir erst einmal Hugo retten. Perfekt, wir drei sagen alle dasselbe. Sie sind da? Aber auch Props an Bluepoint, ne? Also die haben die letzten Jahre schon abgeliefert. Bin gespannt, was sie als nächstes machen. Ich glaube, da ist nichts durchgesickert, woran die jetzt arbeiten. Unser Alchemist in Spee hat ein Wunder vollbracht. Wir haben das Elixier. Ich wusste, dass du es in dir hast. Danke. Kommt, gehen wir jetzt zu Hugo. Ich sag ja immer noch Bloodborne. Ankündigung dieses Jahr. Oh, das war so schön. Hugo, du schläfst ja gar nicht. Hey, sieh mal, wir haben es, das Elixier. Was denn, Chin? Hier, Hugo. Doch, ich glaube dran. Ich glaube dran. Das spielt keine Rolle. Es könnte zeitlich passen. Also jetzt nehmen wir mal an, Bluepoint hat die Arbeiten an Bloodborne aufgenommen nach Demon's Souls. Da müsste das jetzt eigentlich passen, dass da vielleicht eine Ankündigung kommt. Auf jeden Fall fühlst du dich bald besser. Amicia, werden wir Mama nie wiedersehen? Oh, Hugo, du weißt doch, sie kommt nicht wieder. Nein. Und sie muss nicht leiden, wo sie ist? Nein, nein, natürlich nicht. Legen wir uns schlafen. Und morgen, wenn du aufwachst, wirst du dich viel besser fühlen, ganz sicher. Oh, der arme Junge, ey. Ich habe so Hunger gerade. Buße, Kapitel 13. Amicia! Amicia! Roderick war mit der Schleuder tatsächlich besser als Arthur. Das ist nicht wahr. Er hat die Linie übertreten. Du bist einfach schlecht. Ach, streitet ihr schon wieder? Wenn du dich nicht an die Regeln hältst. Du willst mir was Hugo? Von Regeln erzählen? Sag ich ihm auch immer. Hugo gesehen? Hugo! 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 Oh nein. Er ist weg. Ich musste mal an die letzten Glühwürmchen denken. Die letzten Wochen, ne? Ich glaube, es ist schon über einen Monat. Ich habe mir mal vorgenommen, okay, ich wollte die letzten Glühwürmchen wieder sehen. Mein Kopf. Und ganz langsam. Und das habe ich öfter hier erwähnt, habe gesagt, ja, ich will mir wieder die letzten Glühwürmchen geben. Ich fühle mich gerade aber nicht irgendwie bereit dazu, pipapo. Und dann habe ich mir das jetzt vor einer Woche ungefähr angeguckt und es hat mich einfach nochmal gebrochen. Es hat mich sowas von gebrochen wieder. Diesmal hatte ich andere Art Emotionen. Es war wieder eine Achterbahn. Diesmal war ich am Ende aber mega sauer auch auf Seta. Also richtig sauer. Und es beschäftigt mich immer noch. Jetzt auch wenn ich Plague Tale spiele, also Geschwister-Drama-mäßig, habe ich ab und zu mal so Fetzen, Alter, von die letzten Glühwürmchen so im Kopf. Das macht mich fertig. Die letzten Glühwürmchen haben mich gebrochen. Ja. Wäre schlimm, wenn nicht. Ich traue mich wegen dem Film nicht mehr Ghibli-Filme zu gucken. Ah, doch. Das ist,
Das ist ein Erlebnis, so eine Art Erlebnis hat's bei den anderen Ghibli-Filmen jetzt nicht, Chin. Ah, die letzten Glühwürmchen, also mit Abstand einer der wichtigsten Filme überhaupt. Mann, der ist so krass einfach. Die letzten Glühwürmchen, so krass. Muss ich mir vorstellen, dass der damals und ich glaube immer noch einfach ab 6 freigegeben ist. Chin, kannst du dir das vorstellen? Der ist ab 6, Alter. Weiß nicht, ob die das mittlerweile geändert haben, aber dann denke ich mir, habt ihr euch den Film überhaupt mal angeschaut? Hugo! Wo kann er nur hin sein? Also mir wurde gesagt, dass Glühwürmchen auch der heftigste sein soll. Ja, ist so. Da gab es sonst von Ghibli gab es da sonst nichts, was du dem so gleichsetzen könntest. Denk nach, Amicia. Denk nach. Geil war auch Doom-Film ab 18, der Exorzismus von Emily Rose ab 6. Ist das ein Dorf? Was machen die beruflich? Hier? Fragt man sich ab und zu. Hey, wartet! Hat jemand ein Kind vorbeikommen sehen? Bitte! Oh, Amicia. Fühlst du dich besser? Wie geht es dem Kleinen? Clairvy? Seid ihr das? Habt ihr Hugo gesehen? Hast du ihn wieder angeschrien? Nein, überhaupt nicht. Die Zeiten sind hart, da muss man sich nicht auch noch streiten. Aber wir haben uns nicht mehr gestritten. Amicia, ein Kind läuft nicht ohne Grund davon. Naja, du, im Videospiel machen Kinder aggressiv, das weiß man doch. Ja. Ja, ach, Alter, ey. Dass wir die Zeiten auch noch hatten, ne? Killerspiele, pipapo, das war so Thema immer auf dem Schulhof. Wegen CS und so. Ja, aber weißt du, wie ich auf die letzten Glühwürmchen gekommen bin? Ich hab mir einen Ghibli-Film angeschaut, den hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Den habe ich random auf Netflix, habe ich den mal gefunden. Boah, scheiße. Habe ich den Namen vergessen? Das letzte von denen. Das letzte von denen. Da geht es um Mädchen, was von der Mutter in Land geschickt wird. Ja, Moment. Ich lass mal die Musik abspielen. Hier, When Marnie Wars hier, genau. Den habe ich mir angesehen und da wurde mir wieder klar, wie toll einfach Ghibli-Filme sind. Auch bei dem Film habe ich geweint am Ende. Wenn ihr den kennt. Never had that many friends growing up, so I learned to be. Da geht es darum, am Anfang des Films sagt sie sowas wie: Es gibt einen unsichtbaren Kreis, und dann sagt sie, all die anderen Leute, die sind in dem Kreis drin und ich bin außerhalb dieses Kreises. Und das ist okay. Oh, so toll. Okay. Und der Song, der gibt das so gut wieder. Just me, just me. So toll. Just me, just me. And I'll be. I'll be fine on the outside. Was eine krasse Message. So toll. Der Song heißt, der ist von Priscilla N. Und der heißt Fine on the Outside. Solltest dir mal mehr von Bounty Beyond abschauen, der ist viel entspannter als du, Krachmacher. Na komm, der Chin ist doch auch mega entspannt. Ich würde sogar sagen, dass er entspannter ist als ich.
Es ist jetzt wirklich nur so, weil ich, wenn ich Storygames spiele, bin ich meistens entspannt, aber ich habe auch so meine Momente. Öffnet die Tür. Ich werde ihn finden. Na schön, aber sei vorsichtig. Ein bösartiger Wind kündigt sich an, Amicia. Bin ehrlich, jeder Ghibli-Film könnte mich an einem entspannten Abend brechen. Was ist das? Was geht hier vor? Amicia, ich habe auf dich gewartet. Hat, glaube ich, auch was mit der eigenen Situation gerade zu tun, ne? Man nimmt sich so auch Sachen... Er ist fort. Die einen dann doch brechen. Man pickt sie sich selber raus, habe ich manchmal das Gefühl, Lucy. Warum hat er dich dann verlassen? Ich weiß es nicht. Ich habe alles getan, um ihn zu beschützen. Sogar... schreckliche Dinge. Blut vergießt sich so leicht, aber zu lieben, zu beschützen. Ich werde ihn finden. Dann geh und bete, dass noch genug Zeit ist. Mama, da draußen ist ein Geräusch. Hugo, das ist er. Mutter? Amicia. Boah, es wird richtig warm gerade. Ja, Mutter. Dein Bruder ist hier. Wie geht es ihm? Er ist zurückgekommen, weil es ihm nicht gut geht. Aber ich habe alles getan. Du hast ihm die Wahrheit verschwiegen. Aber... seine Gefühle, Amicia. Ich hatte dich gewarnt. Lass mich zu ihm. Er will dich nicht sehen. Mit wem redest du, Mama? Ich muss zu ihm. Er braucht dich nicht mehr. Das ist gelogen. Dann geh, sieh selbst. Das ist schon ein bisschen hart, Mami. Hugo, geht es dir gut? Nein. Was ist? Warum bist du weggelaufen? Warum hast du mir nicht gesagt, dass Mama lebt? Das war zu deinem Besten, Hugo. Das stimmt nicht. Du wolltest nicht, dass ich es weiß. Sag sowas nicht. Du bist eifersüchtig, eifersüchtig. Lass mich los. Hugo, nein! Lass mich in Ruhe. Hugo, wo bist du? Das ist er. Ich will nach Hause. Hugo. Lass mich gehen. Er ist hier. Oh Gott sei Dank. Hör auf zu brüllen. Wo ist deine Schwester? Ich weiß es nicht. Ja, das gäbe noch mal eine schöne Prämie. Ich glaube, die nächsten Tage sollte ich echt mal ein bisschen was Lustigeres spielen. Vor allem hier vor A Plague Tale Silent Hill 2 geballert. Das hat mich ja schon krass mitgenommen. Was ist mit dir passiert? Hugo, es ist vorbei. Spielen wir Roblox. Hey, geht es dir gut? Sie haben dir nicht wehgetan, oder? Nein. Aber warum bist du davongelaufen? Ich hab Mama gehört, sie hat nach mir gerufen. Das muss ein Albtraum gewesen sein, nichts weiter. Ich dachte wirklich, dass sie es war. Dorfromantik, schön, das sieht so süß aus, das Spiel. Wo sie jetzt ist, darüber haben wir doch gesprochen. Aber... sie ist fort, Hugo, das musst du akzeptieren. Gehen wir zurück. Na gut. Wir müssen zurück zum Chateau. Dorfromantik ist ultra entspannt. Mama? Amicia, das ist Mama! So schaut's was? Auch aus. Es kommt von da drüben! Wir müssen gehen! Nein, du gehst da nicht hin! Aber warum? Lass mich los! Hugo! Ich komme, Mama! Komm zurück! Ich vermisse Baby Don. Ich möchte gerade Babydon in den Arm nehmen. Hör auf, das ist sie nicht! Nein, nein! Hugo, ich brauche dich! Ich komme, wo bist du? Das ist nicht Mama, Hugo! Mama, kann ich nicht sehen! Nein, nein! Haltet den Mund, lasst mich gehen! Ich habe es für ihn getan! Und ich würde euch wieder töten! Ich würde euch alle töten! Oh nein! Nicht sie! Nein! Hugo, bist du das? Da kommt jemand! Ich bin Hugo! Mama! Nicht bewegen! Ich komme! Aus dem Weg! Lass mich durch! Was Hugo? Tust du hier? Komm her! Das nein. Ist doch kein Ort sie für ein Nikola. Kind! Fass sie nicht wo an! Wo ist deine Schwester? Nein! Hugo! Meine Schwester? Lauf! Ich höre jemanden.
Es ist niemand da. Komm. Gehen wir. Gehen wir zu deiner Mutter. Alles klar. Lucy, du hattest die Teile nicht gespielt, ne? Es Plague Tale und den zweiten. Kann ich jetzt zu ihr? Das wird der Großinquisitor entscheiden. Aber ihr habt gesagt... Meine Worte spielen keine Rolle, nur die des Großinquisitors. Aber sei versichert, dass du ihm sehr wichtig bist. Ich finde die Synchro auch gut, auch von dem Kleinen jetzt schon, aber ich meine, im zweiten haben sie einen anderen Sprecher gehabt für ihn. Weil im zweiten fand ich seine Synchro nicht so doll, das weiß ich noch. Er hat aber, mir wehgetan. Aber im ersten finde ich das schon passend. Ich hoffe, da kommt ein dritter, ey. Das ist jetzt die vierte Nacht in Folge beim Episanguis. Otto, moin, grüß dich. Bald. Die Stunde der Beschwörung rückt näher. Denk nur an Vitalis. Im Vergleich dazu ist dein Opfer nicht der Rede wert. Was oh nein. Ist das? Komm ich da durch? Jawohl. Warte, wie geht's dir, mein Lieber? Oh, das ist ganz schön groß. Wo ist Mama? Ich sollte mich beruhigen. Materie aller Materien. Einzigartiges Gold. Ich breche dich, um den Weg zu öffnen. Den Weg zum Blut des Auserwählten. Mir geht's auch gut, dankeschön. Ein bisschen warm, aber sonst alles super. Da kommt jemand. Hä? Jetzt habe ich weggeguckt. Don, kommt über diesen Affiliate-Link auch wirklich was bei dir an? Ja. Schon. Nicht viel, aber schon. Auch bei den anderen Affiliate-Links. Auch bei Triebwerk oder Get Shirts natürlich mehr, also Merch mehr. Am meisten würde ich sagen über Merch. Macht aber nicht daher. Materie aller Materien. Einzigartiges Gold. Ich breche dich, um den Weg zu öffnen. Den Weg zum Blut des Auserwählten. Was ist denn das da, was er da zerkleinert? Ist das Kacka? Ist das Scheiße? Jetzt hier kurz chillen. Da kommt jemand. Medikus, wie geht die heutige Veredelung voran? Die Qualität ist exzellent, aber die Menge des rohen Episanguis schrumpft. Unsere Sammler fallen den Ratten zum Opfer. Gebt euer Bestes. Das Leben des Großinquisitors hängt von der Qualität eures Destillats ab.
Körper des Großinquisitors. Was war das für ein Geräusch? Oh nein! Immerhin. Guter Checkpoint. Der Körper des Großinquisitors wird vom Biss überwältigt. Ich habe Angst, dass er seinen Geist angreift. Keine Sorge, das Blut des Jungen wird das Gleichgewicht der Kräfte wiederherstellen. Fühle dies unbeschadet. Vorsicht! Schau mal, wie sind so deine Streaming-Zeiten? Ich glaube, wir sind alle drei nachtaktiv, oder? Also, hier ist nichts Außergewöhnliches. Start ist so 19, 20 Uhr bis 2, 4 Uhr manchmal länger. Okay. Wir haben das Soll fast erreicht. Das hoffe ich, denn mehr können wir nicht produzieren. Es grenzt an ein Wunder, dass Vitalis Körper solche... Ich hab keine Angst, keine Angst. Und die Stadt patrouillieren soll. Bist du auf der Liste? Ja, ich bin auf dem Platz vor der Kathedrale. Oh, dann bist du gleich neben dem Großinquisitor, wenn er uns befreit. Und ich sitze hier fest. Wir treffen uns alle hinterher. Das Ende des Bisses. Das wird ein Fest. Komm schon, sei mutig. Sei mutig, Hugo. Blind von dem Zeug, ganz sicher. Oh, knapp. Da komme ich doch nicht durch. Oder? Da hat sich was bewegt, glaube ich. Fast? Okay, ich muss ihn weglocken, glaube ich. Ganz sicher. Verdammt. Ah, das macht bestimmt Krach. Nee. Aber hier ist ein bisschen mehr Platz auf der linken Seite. Born to be sneaky. Das beste Stealth-Game, was ihr je gespielt habt. Welches? Der Großinquisitor ist sehr beschäftigt. Beschäftigt? Ich bin der Erzbischof. Ich vertrete den Papst. Monseigneur, die Mission des Großinquisitors ist heilig. Seine Mission wurde nie von der Kirche abgesegnet. Ich sehe hier nichts als Ketzerei und... Mein Kopf. Psst. Leise. Zur Hölle. Welche Sache mit Bedacht? Wo bist du? Bei eurem Rang solltet ihr achtsam sein. Das ist Wahnsinn.
Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Gibt, glaube ich, bis heute kein besseres Stealth-Game. Davor hätte ich gesagt, Splinter Cell Blacklist sogar. Ghost Recon Teile. Ja, einige habe ich mal gespielt gehabt. Oh nein, nein, er darf mich nicht sehen. Aber Phantom Pain, das zu übertreffen vom Movement, von den Mechaniken her, ist, glaube ich, schwierig. Mich hier vielleicht durch den Schrank? Ja, natürlich. Magister. Der Text erwähnt eindeutig die Himmelfahrt eines Kindes während der großen Justinianischen Pest. Ich wusste es. Die römischen Adligen isolierten ihn von den Menschen und beteten ihn im Geheimen an. Vielleicht ein Vorfahr von Hugo de Rouen. Weiter! Sie sprechen über mich. Wer ist denn dieser gut aussehende Bursche? Dankeschön. Bin verloren. Metal Gear hat halt einen besonderen Humor. Ja. Das stimmt. Wie könnte man das beschreiben? Ist auch schwierig, ne? Warte, das kann nicht sein. Nein. Nun, dann sehen wir nach. Wieso spricht da YPIA Schweinebacke? Niemand in Sicht. In einem meiner Alerts spricht YPIA Schweinebacke. Komm, hau ab da. Heavy Ass in Plague Tale. Hab ich das nicht mitbekommen? Wenn er das Land vom Biss befreit, gewinnt der Großinquisitor die Bewunderung der Leute und damit beispiellose politische Macht. Das war ein Follow-Alert, wenn du das meinst. Oder haben wir den Synchronsprecher auch hier gehört? Alter, ey, so mal, ich bin gerade selber Ballerballer. Mach mich nicht kirre. Mach mich nicht noch kirrer. Sagt mal kirrer, noch wilder, als ich schon drauf bin. Ich bekomme selber gar nichts mehr mit. Was ist das? Er müsste ja dann jetzt auftauchen. So. Die Prima Macula. Am Rande der ersten Schwelle flinkt sie den verlorenen. Wo muss ich lang? Oder schreitet neben dem, der sie zähmt. Wo ist der? Da, oder? Meister oder Sklave? Ordnung oder Kampf? Die Forschungstexte von Beatrice de Rouen sind alle verschlüsselt. Ich gebe auf. Ich habe gute Neuigkeiten. Sie haben sie endlich in den Keller verlegt. Dann wird sie endlich reden. Wird auch Zeit. Mama! Kannst du bitte gehen? Wo ist der andere? Der steht auch da. Wie bin ich vorhin hier durchgekommen? Das geht doch gar nicht. Kann ich auch nicht ablenken. Ah, nein. Ich mal wieder zurück. Ganz kurz. Das geht auch nicht. Da hinten ist auch einer. Was ich machen soll. Ich bin so überfordert gerade. Marc Manella, Dankeschön für dein Raid. Herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr hattet einen angenehmen Stream.
Was gab's bei euch? Ich schau dir in die Augen, Kleines. Verdammt, sehe ich gut aus. Das freut mich, dass du auch gut aussiehst. Wahrscheinlich nicht so gut wie ich, aber das wird schon noch. Ich bin gerade ein bisschen lost. Hello, Mark. Einen wunderschönen. Also. Da, das sehe ich mir genauer an. Täuschen mich meine Augen. Ich habe gerade da keine Idee, wie ich da durchkomme. Der eine starrt mich direkt an, der andere wird mich auch sehen. Okay, ich fange wieder von hier an, das ist gut. Die Forschungstexte von Beatrice de Rune sind alle verschlüsselt. Oder? Ich gebe. Was war das? Da drüben ist... Oh, hey. We need to speak English. I need to speak English. Okay, welcome, dude. Die Forschungstexte von Beatrice de Rune sind alle verschlüsselt. Ich gebe auf. Ich habe gute Neuigkeiten. Etwas. Sie haben. Ich verstehe das gerade nicht. Die Forschungstexte von Beatrice de Rune sind alle verschlüsselt. Ich gebe auf. Ich habe gute Neuigkeiten. Stealth, Action, Adventure. Was war das? Vorsicht ist besser als Nachsicht. Was ist das? Stealth wird ganz groß geschrieben. Ich lasse die jetzt mal quatschen. Ich chill jetzt hier. Die Forschungstexte von Beatrice de Rune sind alle verschlüsselt. Ich gebe auf. Dann gucken wir mal. Ich habe gute Neuigkeiten. Sie haben sie endlich in den Keller verlegt. Dann wird sie endlich reden. Wird auch Zeit. Mama! Also hinter die zwei komme ich auf keinen Fall. Macht ja keinen Sinn. Wenn ich jetzt rechts rumgehe, den nehme ich auch. Ich wünsche dir noch einen Mega-Stream. Gute Nacht. Dankeschön, Marc. Schlaf schön. Good night, man! Hope I see you again, bro. Ich probier's einfach mal. Hey! Der ist doch nicht so dumm. Egal. Was passiert hier gerade? Was passiert hier gerade? Hä? Was? Es gibt zwei Dinge, die unendlich sind. Jetzt bin ich gespannt. Siehst du, Amicia, ich hab Mama gefunden. Das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir nicht so sicher. Ja, da kann man auch nichts zu sagen. Sie ist im Keller, haben sie gesagt. Ich muss weiter nach unten. Ja, wie schön das aber auch designt ist hier, ne? Großinquisitor, der Erzbischof ist eingetroffen. Sehr gut. Kerzen, einfach nur Kerzen, Roman. Rein. Kerzen. Oder hier draußen gibt's ganz viele Leichen. Sonst holst du die Leichen rein, verbrennst die Leichen, Roman. Denk doch einfach mal mit, das ist eine andere Zeit. Das ist eine andere Zeit. Das geht schon klar. Hattet ihr eine angenehme Reise? Spart euch das Geplänkel. Wir sind eurer Spielereien müde, Vitalis. Spielereien, Erzbischof?
Können Spielereien die Zukunft der Welt verändern? Hört ihr euch selbst reden? Ihr habt den Verstand verloren. Und das... Mit Verlaub. Es ist wichtig. Wir haben das Blut von Hugo de Rune. Habt ihr es untersucht? Ja, jedoch, Monseigneur, der Junge sollte die erste Schwelle bereits erreicht haben. Doch etwas in seinem Blut scheint den Prozess zu verlangsamen. Die Makula ist noch in ihrem Ursprungszustand. Allerlei. Schenkt man den Büchern Glauben, wird mein Blut mit seinem verbunden sein. Erreicht er die nächste Schwelle, so werde ich sie mit ihm erreichen. Aha, deshalb. Fahrt fort. Alter. Genug. Ihr mögt den Märtyrer spielen, aber erlaubt mir, euch die Augen zu öffnen. Ihr seid ein widerwärtiger Ketzer, dem die Macht zu Kopfe steigt. Der Papst sieht in euch eine Gefahr, Vitalis Benevent. Man wird euch exkommunizieren. Man kann einen Menschen exkommunizieren, Erzbischof. Doch keinen Heiligen. Eure Inquisition ist vorbei. Und ein neues Zeitalter bricht an. Eines, in dem Marionetten wie ihr vor mir niederknien und um Vergebung betteln. Warum hat man in so einem Alter einen Knacks? Ich verstehe es nicht. Er ist hier. Ausgezeichnet. Seht nach, ob Beatrice de Rune wieder bei Bewusstsein ist. Er macht mir Angst, aber ich muss ihm folgen. Warum wehrt sie sich so? Wir haben dasselbe Ziel. Wir bekämpfen auch die Pest. Nur unsere Methoden sind verschieden. Ihre Tochter begeht denselben Fehler. Achtung! Ah, nichts. So, das war der, der Papa gekillt hat. Ad Lucem. Und... Habt ihr den Großinquisitor gesehen? Wo wir auch dachten, ja, Mama wurde auch gekillt von ihm. Das Blut des Trägers fließt in seinen Adern. Die Beschwörung wird stattfinden. Wunderbar. Das Ende der Pest ist nah. In der Tat. Bleibt aber weiterhin wachsam. Das ist jetzt wie in Zelda Ocarina of Time, als man da zum Schloss gegangen ist, um Zelda zu treffen, da gab es auch so eine Passage, wo man sich verstecken musste vor den ganzen Wachen. Erinnert mich gerade ein bisschen daran. Die war geil. Ich muss die 3DS-Dinger mal spielen. Also Ocarina of Time und Majora's Mask wurden ja für die 3DS nochmal umgesetzt. Ich hab die sogar hier, Alter. Okay. Senor Nicolas, hier lang. Glückwunsch zur Gefangennahme des Jungen. Wir haben ihn wochenlang gesucht. Und dann taucht er einfach hier auf, weil er seine Mutter sehen will. Pah. Er hat wohl Sinn für Humor. Den wir ihm austreiben werden. Da fällt mir ein, ich wollte seine Mutter noch persönlich aufsuchen. Was wird er mit dir machen?
Oh, das willst du nicht wissen, Junge. Ja klar, bleib. Schnell! Wollte schon sagen. Da steht einer, oder komme ich nicht hin? Was ist es? Was war das? Nein, alles gut, alles gut, alles gut. Lass mich doch einfach weitergehen. Ein Garten, der Himmel. Wir können den Himmel sehen. Senor Nicolas, Glückwunsch zur Gefangennahme des Jungen. Wir haben ihn wochenlang gesucht. Und dann taucht er einfach hier auf, da ist doch keiner. Weil er seine Mutter sehen will. Pah. Da hinten ist einer. Er hat wohl Sinn für Humor. Den wir ihm austreiben werden. Da fällt mir ein, ich wollte seine Mutter noch persönlich aufsuchen. Was wird er mit dir machen? Hey, kann ich hier durch? Jetzt mal schauen. Oh, der sieht mich gleich. Wie ich bereits sagte, wurde diese Wache verschlungen. Doch nicht vollständig. Ihre Knochen wurden von den Ratten zerkleinert und weggeschafft. Zu welchem Zweck? Um sie in die Materie zu integrieren, die wir überall finden. Etwa ihre Nester? Sie bauen ihre Nester aus unseren Toten? Ganz recht. Und da die Leute sterben wie die Fliegen, werden die Nester am Ende ein riesiges Nest bilden, wenn wir nichts unternehmen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Dann lasst uns beten, dass Vitalis Beschwörungszeremonie tatsächlich stattfindet. Wo ist er? Ohne ihn werde ich Mama nicht finden. Oh, dann kann ich hier nichts machen. Komm da ja auch nicht durch. Hä? Oh nein, woanders lang, schnell! Hauptmann, man hat mir gesagt, der Träger der Makula sei hier. Stimmt das? Doch, jetzt hier lang. Der hat sich heute Morgen selbst gestellt. Anscheinend gab es eine Meinungsverschiedenheit mit seiner Schwester. Ah, er ist noch ein Junge, richtig. Kaum zu glauben, dass er uns alle retten wird. Wenn alles nach Plan verläuft. Dafür werden wir Sorge tragen. Ist flashy. Hab Freedom Cry durch. Bro. Wie lange hast du jetzt dafür gebraucht? Das war ein Banger. Tja. Tja, solltest vielleicht mal öfter in deinem Leben auf den Don hören. Da kommst du vielleicht auch mal zum Schuss. Okay, hast du die Hauptquests geballert, ne? Weiß nicht, ob ich gleich doch hier durchkomme. I try. Ja. Auf, was würdest du sagen? Skala bis 10. Was gibst du dem Spiel? Oh, hallo, Saraten. Sag mal,
eure neuen Ratten. Warum höre ich euch nicht wie die anderen? Und ihr habt nichts von ihnen zu befürchten. Akribische Kreuzung und ein wenig Alchemie haben ihre Instinkte gezügelt. Nein. Ganz zu schweigen von der Nahrungsumstellung. Nice. Hey, Kleiner, gut. Hilf mir. Lan, hör auf zu labern jetzt. Lass mich in Ruhe. Nun schon wieder. Hä? Oh, fuck. Hätte ruhig länger gehen können. Ich weiß auch gar nicht, warum die das damals als Standalone angeboten haben. Weiß nicht, ob es vorher Standalone war oder ob man das im Nachhinein Standalone angeboten hat. Ganz zu schweigen von der Nahrungsumstellung. Ah, gut. Hey, Kleiner, hilf mir. Nein. Hilf mir. Was hat er denn nun schon wieder? Hey, stirb gefälligst leise. Wir arbeiten hier. Kommt doch nicht hin. Mir wäre es lieber, wenn er sich Zeit lässt. Die Ratten mögen Frischfleisch. Verdammt sollt ihr sein. Ihr werdet alle zur Hölle fahren. Ihr und eure verfluchten Ratten. Hab einfach Stallone verstanden und nicht Standalone. Vielleicht habe ich auch Stallone gesagt. Standalone. Nicht zu sehen. Na gut. Okay. Laut Steam 4,5 Stunden. Okay, ich bräuchte dann wahrscheinlich 20 Stunden. Genießt die Ruhe. Euer Tod ist nicht das Ende. Euer Blut wird eine neue Rasse von Engeln nähren. Sie sollen eure Kinder sein. Euer Stolz. Meinst du, der dreht sich um? Ja. Wenn sie ihren Sohn mit einem Messer an der Kehle sieht, wird sie kooperieren. Ich meine, Assassin's Creed Rogue hat ja auch viel Content. Könnte man das vom Umfang her mit einem Black Flag gleichsetzen? Sie ist viel zu stur, aber damit wird unser Folterknecht schon. Könnte hinkommen, oder? Sie muss in der Nähe sein. Boah, ich fand die beiden wirklich ziemlich stark. Also Black Flag und Rogue fand ich auch gut. Von der Map her meine ich jetzt Splash. Vom Weltumfang her. Unity ist mega underrated. Unity müsste man wieder mal reinschauen. Unity ist ja mehr kompakt gehalten, aber gefüllt, oder? Schwierig. Wir können nicht weg. Ach, bitte, lasst mich wenigstens da draußen sterben. Das würde dir nicht gefallen, glaub mir. Hier ist deine Leiche wenigstens noch für unsere Alchemisten von Wert. Du kannst dich glücklich schätzen. Ach, Dreckskerl. Hey, Kleiner. Was zum Teufel machst du hier ganz allein? Psch, ich muss meine Mama finden. Die Alchemistin? Oh, gute Güte, du solltest nicht... Ich muss gehen. Wiedersehen. Aber Origins kann ich nicht mehr mitreden. Ey, ich auch nicht, ja. Meine Frau hat Origins durch. Meine Frau hat Odyssey durch. Valhalla hat sie auch, glaube ich, durch mittlerweile. Meine Frau ist einfach eine bessere Gamerin, so. Sie sollte ihr Content machen. Und ich kann nicht mitreden. Magistra Derun. Ja, redet zum letzten Mal werdet ihr meine Fragen beantworten. Okay, ich glaube, ich soll mich hier verstecken. Der kommt bestimmt gleich zurück. Noch nicht über das Schicksal eures Gatten hinweg. Wir hören mal zu. Nun, unser Folterknecht wird sich um euch kümmern. Ihr werdet eure Stimme im Nu wiederfinden. Hast du den ersten nicht gespielt, oh nein, oder was? Komm zurück, schnell verstecken. Hast du den nicht wieder durchgenommen? So, jetzt.
Alle, ja, Mama? Gut. Ist ja gut, ist ja gut. Beruhig dich. Mama, Hugo. Ich wollte dich nicht beleidigen. Aber sie haben... Amicia sagte, das mache ich später erst. Aber du lebst. Amicia. Mein Liebling. Du musst gehen. Wenn sie dich finden. Nein, ich bleibe bei dir. Oh, Hugo. Haben sie dir Blut abgenommen? Oh mein Gott. Mhm. Chronologische Timeline, meinst du? Hör zu, Hugo. Wir gehen zusammen. Doch du musst die Schlüssel finden. Sie müssen sie in der Kammer am Ende des Korridors aufbewahren. Kommst du dorthin? Gut, dann los, geh. Du musst sehr vorsichtig sein. Komm zurück, sobald du die Schlüssel hast. Eigentlich bin ich immer gegen so eine chronologische Spielweise. Weißt du warum? Das nimmt oft auch die Twists so ein bisschen vorweg, weißt. Wenn ich jetzt zum Beispiel an die Metal Gear Solid-Reihe denke, da denke ich mir, okay, wenn du vorher den dritten spielst und einfach die ganzen Infos über den Big Boss hast, da wirkt Metal Gear Solid 1, 2 schon ein bisschen anders, meine ich. Und es ist ein Irrtum, einfach zu sagen, ja, guck mal, wie krass das ist, also wie krass er sich dieses Universum ausgedacht hat und dass er schon daran gedacht hat, dass das so in der Vergangenheit das passiert ist, dies passiert. Nein, Bro. Nein. So. Der kreative Kopf, der hat dieses Spiel entwickelt, war der Meinung, okay, wir machen von Anfang bis Ende eine runde Sache und gut ist. Und im zweiten Teil wird das nur so gedreht und gewendet und pipapo, dass solche Twists dann auftreten. Und manche Reihen tut das auf keinen Fall gut, wenn man chronologisch spielt, meine ich. Spiele einfach nach Release. Ja, ja, safe. Weiß ich, ob es jetzt so einen Impact auf in der Assassin's Creed-Reihe hat, aber... Ich würde auch eher nach Release gehen. Wenn ich zurückkomme, muss alles bereit sein, damit wir beginnen können. Verstanden? Ja, Senior Nicholas. Na schön, du hast ihn gehört. Ich bereite alles vor. Die Alchemistin wird reden. Das wird ein Spaß. Mach einfach deine Arbeit. Der Wachhauptmann mag keine Improvisation. Nächstes Jahr wahrscheinlich. Ja, Splashy. Natürlich. Sag Bescheid, wenn du bereit bist. Ich muss sie loswerden. Also gut. Das könnte mir eine Beförderung einbringen. Mit Autorität, Ergebnisse. Nun, der Knecht muss effizient sein. Kein unnötiges Bestand. So weich. Egal, die Klingen sind. Was denkst du, wie lange würdest du brauchen? Hab ich was vergessen? Dann dabei ist, gehe ich besser. Ach, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich mache ja mittlerweile auch so, wenn ich ein Storygame anfange, dann spiele ich ja meistens das Game, bis es dann durch ist und mache dabei nichts anderes. So würde ich das natürlich auch mit den größeren Dingern machen, also mache ich ja auch. Ein Jahr, 5 Jahre, 10 Jahre, nein. Wenn Amicia hier wäre, nein, ich brauche sie nicht. Ich weiß halt nicht, ob ich die direkt hintereinander ballern würde, also ich habe ja immer gerne so ein bisschen Abwechslung drin. Oh. Obwohl, ja, könnte vielleicht passieren, dass es ein paar Jahre dauert, ja. doch, stimmt. Was haben wir hier? Da brauche ich nichts. Ja, halt die letzteren Dinger, ne? Die werden halt ganz viel Zeit in Anspruch nehmen. Einmal rüber. Oh, der ist für die Käfige.
16 einfach mittlerweile. So, jetzt warte ich wieder, bis er rüber geht. Dann könnte ich da hoch. Irgendwie habe ich Bock, aber irgendwie auch nicht. Warum nicht? Komm! Schnell, schnell! Hey! Der Käfig ist kaputt! Scheiße! Ihr müsst weg! Bewegung! Sehr gut! Weg mit euch! Jetzt schnell der Schlüssel! Du hast hier doch noch nicht gespielt, oder nicht? Das wird doch geil! So, der Schlüssel war hier vorne. Laternen! Sie mögen keine Laternen! Irgendwas habe ich gelesen, dass es über Hexe auch noch was kam, die Tage. Oh, es funktioniert! Kusch! Ja, warte. Okay. Ui. Genau, Assassin's Creed Red ist ja jetzt Shadows, ne? Das ist ja das jetzt. Dann Hexe. Gab es da nicht noch irgendetwas? Oh, mein Kopf. Hört auf zu schreien. Nee, das waren die Dinger hier. Das war die Bestätigung, dass sie an Remakes arbeiten. Das war's, glaube ich. Nein, doch, da gab es noch irgendetwas, was die rausgehauen hatten. Irgend so ein Hub. Irgend so ein Hub. Wie haben die das genannt? Weiß es gerade nicht mehr. Da weiß ich aber auch nicht, was das sein soll. Maybe ein extra Launcher oder sowas für die ganzen Assassin's Creed Teile? Ja, habe ich einen Schlüssel jetzt mitgenommen? Ja, habe ich. Kommen wir jetzt darüber. Infinity, ja, Infinity meinte ich, ja, genau. Ich habe wieder nicht zugehört, aber ich glaube, ich muss da lang. Scheiße. Sie können immer noch durch. Ich muss sie da wegbekommen. Vielleicht mit der anderen Laterne. Sie können immer noch durch. Geschafft. Ganz allein. Was hast du geschafft? Gar nichts hast du geschafft. Komme ich hier vielleicht durch? Oh nein, ui, 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 ui. Also 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Boah, keine Ahnung, Alter. Ich kann gerade nicht mal bis 3 zählen. Schwierig.
Nee, wieso? Geht ja auch nicht. Ah, doch, doch, doch. Ich bin einfach nur blöd. So, jetzt? Was, 8? Mama, ich hab's geschafft. Sehr gut. Komm, schnell. Ich weiß noch, was ich in der Zeit so getrieben hab. Zeit. Und was sagt sie? Sie sagt, ich soll mich hier anschließen. Die erste Schwelle. Mama, ich hab Angst. Wir kommen hier nicht raus. Wir haben keine Wahl. Wenn ich bei dir bin, die Stimme, kannst du ihr antworten? Hugo, kannst du sie hören? Ja, sie haben alle dieselbe Stimme. Ja, irgendwann... Sie tut mir im Kopf weh. Ignoriere sie nicht. Gib dich ihr völlig hin. Hab keine Angst. Ja. Ich kann euch die, ich kann euch das Format des Spiele ja empfehlen von den Rocket Beans. Die haben, glaube ich, mittlerweile 3-4 Jahre gemacht. Und da gehen die so die Jahre durch. Ich glaube, die haben auch angefangen mit 2005 oder so. 2005, 2006, 2007. Irgendwie kann sein, dass die abgearbeitet hatten. Aber es ist wirklich mega interessant. Und die bewerten das Ganze auch mit der Community zusammen. Also halt LC gedrückt. Alles ist gut. Jetzt sagst du ihnen, dass sie sich bewegen sollen, damit wir hinaus können. Kannst du das? Aber konzentriere dich, sonst werden... Sehr gut. Siehst du? Mein Kopf ist weg! Das war die Makula. Doch du hast dir geantwortet. Lass uns gehen. Auf die Gefangenen losgelassen haben. Ich finde das Dokument oder. Lauf nur, du Feigling. Du hast wohl Angst, was? Hugo, das ist kein Spiel. Diese Kraft ist gefährlich. Du musst dich beherrschen. Ja, Mama. Ist das meine Krankheit? Du bist nicht krank, Hugo. Es ist eine Gabe. That's not a bug, that's a feature, Hugo. That's a feature. Boah, sehr schöner Moment gerade. Du hast sie gefunden. Oder ich werde langsam. Hey, Splashy, in meinem Alter bist du froh, wenn du überhaupt die, zum Beispiel Beherrschung über deine Blase hast. So, alles andere geht nicht mehr. Die Messlatte ist ganz weit unten. Wortwörtlich. Er hat Latte gesehen. Ich dränge sie zurück. Nur bis wir durchkommen. Morgens aufstehen erstmal zum Rückenbrecher, um alles wieder einrenken zu lassen. So ungefähr, ja. Oh, 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 oh nein. Ey, wie schaffe ich das?
Mama, es tut mir leid. Sei froh, dass dein Schließmuskel noch funktioniert. Ja. Ich dränge sie zurück. Nur bis wir durchkommen. Oh, ekelhaft. Das nicht. Ich versuch's. Ach so rum, ne? Sieh dir meinen Arsch an. Und zwar jetzt. Nee, hey, der Zug ist abgefahren. Hä? Ja? So. Lass das, das ist eklig. Ja, das stimmt. Diese Straßen sind in sehr schlechtem Zustand. Wie sollen wir das liefern? Fehlt bloß noch, dass wir einen dieser Käfige verlieren. Sei vorsichtig. Macht die Mama das oder soll ich das machen? Na, warte. So. Kommen die jetzt da raus? Hä, ich hab die doch im Griff hier. Da lang. Bravo. Diese Ratten. Was zum Teufel haben sie mit ihnen gemacht? Sie füttern sie mit Menschenblut. Wirklich? Ja, es ist komisch. Ich spüre die schwarzen Ratten, aber die hier nicht. Ich verstehe. Wir müssen einen Weg hier rausfinden. Rogue ist das kürzeste Spiel der Reihe? Was? Hä? Bruder, ey, da habe ich da eine falsche Erinnerung? Das hatte doch auch eine krasse Map. Wo du ganz viel am Segeln warst und pipapo. Oder geht's da eher um die Main Quest? Hey. Was haben Sie mit diesen Ratten vor? Ich habe das echt groß in Erinnerung. Hugo, ich fühle mich etwas seltsam. Es ist normal, dass du müde wirst. Sag mir, wenn es dir schlecht geht. Ja. Rattenflüsterer. Das wäre auch schon eine geile Fähigkeit, ja. Es ist ein bisschen kompliziert. Aber ist denn dieser gut aussehende Bursche? Ich erkläre es dir später. Das bist du, Soma. Wir haben uns gestritten, Mama. Nicht so schlimm, Liebling. Lass uns erstmal hier herauskommen. Soma, danke für deinen Support. Danke für deinen Raid. Und schön, dass du da warst. Wir hören uns auf jeden Fall. Ich schaue auch mal rein. Chins Freunde sind auch meine Feinde. Ich meine auch meine Freunde. Du bist eine stinkende Seemannsnutte. Ich finde den Sound dort gut. Ich finde den gut. Kann man machen. Schlaf schön, Soma. Wir quatschen. Und ich muss so langsam wirklich mal vorankommen. Ich wollte das Spiel eigentlich heute durchspielen. Wir haben ganz viel gequatscht heute. Und das nur wegen dem einen Typen da, Alter, den wir gebannt haben. Hat er uns ein bisschen aufgehalten. Ciao.
Ich werd müde, ey. Ja, ist so, Splash. Beatrice, ihr seid also wieder mit eurem Sohn vereint. Ich weiß, was ihr ihm angetan habt. Ihr habt, was ihr wolltet, nun lasst ihn gehen. Ihr beleidigt mich, Madame de Roon. Euer Sohn ist der natürliche Träger der Makula und sie ist noch nicht mit ihm fertig. Ebenso wenig wie ich. Aber das wisst ihr. Vitalis, bringen wir es zu Ende. Nikolas, ihr könnt das nicht verstehen. Du spürst es auch. Nicht wahr, mein Junge? Wir sind durch Blut verbunden. Was denkst du, Hugo? Deine Familie wächst. Ich flehe euch an. Ich helfe euch. Aber lasst meinen Sohn gehen. Sein Schicksal ist nicht, ein Dirun zu sein. Er gehört hierher. An meine Seite. Ihr seid ein Scheusal. Ein Scheusal? Madame, ihr habt ja keine Vorstellung. Tötet sie! Hugo, ich mach's kurz und schmerzlos! Sag deiner Mami, liebe Wohlkleider! Tu dir nicht weh! So, dann ein dritter kommen. Ich glaube schon, dass da einer kommt. Ups. Ich glaube schon, dass da einer kommt. 6:20 Uhr, so viel Zeit habe ich leider nicht. Oh, das kennen wir ja. Ich mach's kurz und schmerzlos. Sag deiner Mami, liebe Wohlkleider. Tu dir nicht weh. Oh nein! Hab ich ihn getötet? Bis Frau und Baby dann aufwacht. Tötet sie! Was soll ich tun? Vitalis! Hör auf! Er hat doch noch ein Kind! Ich hab Angst! Du hast kein Zuhause mehr! Du gehörst uns! Wachen! Mit euch beginnt die Beschwörung. Bei dem weiß man nie. Die Zukunft bringt von euch der Kleine an. Ist ab und zu um 6.30 Uhr wach, ab und zu 7, ab und zu 7.30 Uhr. Nutzlose Narren. Eine Belohnung für denjenigen, der sie tötet. Ich wache auf und sehe, Don, meine Sonne geht auf. Ich find's beeindruckend, dass du so hardcore lügen kannst, ohne rot zu werden. Okay. Bewundere ich auch, aber irgendwie. Der Junge wird schwächer. Ja, ey, was ist hier los? Ja. Die Schwelle. Wie geht's dir, Skill? Komm doch. Mama? Wäre deine Mom ein paar Cent billiger gewesen, wäre ich dein Daddy. Warum haben wir diesen Alert nochmal reingenommen, Splash? Warum haben wir das reingenommen? Warum? Überspringen. Du bist eine stinkende Seemannsnutte. Ich mach's kurz und schmerzlos. Sag deiner Mami, liebe Wohlkleider. Tu dir nicht weh.
tut mir leid, Hugo. Angriff! Tötet sie! Was soll ich tun? Ich habe die Ehre, die Mutter des Trägers zu töten. Auf. Er hat doch noch ein Kind! Mein Problem ist gerade, ehrlich, lässt sich irgendwie ein bisschen lahm lenken, wenn ich im Visier bin. Also beim Anvisieren bin. Komm mal her jetzt. Weiter, weiter. Da. Nutzlose Nacken. Eine Belohnung für denjenigen, der sie tötet. Skill, was machen Sachen? Die Prima Macula. Sie reagiert. Macht weiter! Hört auf, ihn zu quälen! Ich werde euch alles sagen, was ihr wissen wollt! Zu spät! Du kommst! Die Jungen sind Schwächer! Ja! Ah, ich glaube, es reicht auch, wenn ich einfach die Typen anschaue. Überschreite sie! Nein, Hugo! Hör nicht auf ihn! Komm zu mir! Ich bin bereit zu sterben! Vergiss nicht, wer du bist! Genug. Ja, Special, die sind alle nicht so lang, ne? Sag doch was, Hugo, kannst du mich hören? Nein. Er ist mächtig. Vielleicht haben sie einfach so ein bisschen größer gewirkt damals für uns. Und das kannst du ja nicht vergleichen mit Origins, Odyssey und Pipapo. Amicia. Wegen Amicia? Wie lästig. Doch es dauert nicht mehr lange. Und wir haben noch andere Tröpfe auf der Hand. Bringt sie fort. Lasst ihn in Ruhe. Was wollt ihr denn noch? Viel mehr. So viel mehr. Und ihr werdet bei mir bleiben. Damit ich es auch Splash, bekomme. Tu mir mal einen Gefallen. Ganz schnell, tu mir mal einen Gefallen. Ich glaube an dich. A Plague Tale. Wir werden unser Ziel alle Kapitel erreichen. Guck mal, wie viele Kapitel das Ding hier hat. Andenken. Kapitel 15. Das klingt eigentlich nach Dingens hier. Das ist halt ein guter Name für so ein letztes Kapitel. Amicia, sie ist wach. Ruhig, Amicia. Öko. Shh. Arthur und ich haben dich aufgespürt. 17. Du warst 3 Tage verschwunden, Amicia. Und wärst fast gestorben. Wir Dann hören wir jetzt auf, Sorge. Leute. Öko. Lasst mich allein. Ein Monat später. Komm, hör auf zu träumen. Geh zu den anderen. Die Ratten kommen bald. Wir müssen die Feuer entzünden. Was zum Henker? Komm schon! Könntest du bitte aufgehen? Wo ist denn der? Ja, das passt, wenn es 17 hat. 15, 16, 17 passt. Dann haben wir heute Nacht noch ein paar Stündchen mit der Plague Tale. Und danach können wir was anderes machen. Ein bisschen Fortnite. Ein bisschen rumbeleidigen. Gut, das soll es gewesen sein mit der Plague Tale. Don Ende.